Die Tage werden kürzer. Draußen wird es ungemütlich. Zeit für ein Kopfkino. Herzlich willkommen bei Hör mal zu und danke für dein Like. Der Engländer. Wir befinden uns vor der Küste von Dover. Ein kleines Boot jagt über die Wellen. An Bord zwei verwegen aussehende Männer. Der dritte ist gefesselt. Wenn wir ihn losgeworden sind, gehst du ans Funkgerät und meldest Mann über Bord. Und was wird mit dir? Du wirst mich irgendwo diskret absetzen. Fahr noch ein Stück weiter raus. Ganz in der Nähe lenkt Paul sein Boot und Stiefelchen sonnt sich. Warum bist du nicht am Ruder? Die Segel sind ordnungsmäßig getrennt, wir werden Kurs halten. Also 11 Uhr vormittags, Turm 335 Kirchturm. Oh, ich bitte dich, hör auf. Das ist jetzt schon das dritte Mal, dass du unseren Standort bestimmst. In einer Stunde. Regel Nummer 1 auf See, du musst immer wissen, wo du bist. Wieso? Das siehst du doch. Trag's bitte ein. Falls neblig wird, Stiefelchen. Schrecklich. Was liest du denn da? Segeln bei schwerem Wetter. Was tut man, wenn aus Nebel ein heftiger Sturm wird? Hier heißt es, wenn Sie vor einem Sturm laufen, dann müssen Sie einen Warptau schleppen, um die Fahrt zu verringern. Was ist denn das, ein Warptau? Ein besonders dickes Tau. Du wirfst es übers Heck hinaus und schleppst es durchs Wasser hinter dir her. Haben wir so ein Warptau? Stiefelchen, wir kommen doch hier nicht in einen schweren Sturm. Oh, warum hast du dann ein Nebelhorn gekauft? Gut, wenn es dich beruhigt, kaufe ich auch noch ein Warptau. Hilfe! Oh, hast du gehört? Ja. Ein Schrei. Eine Möwe vielleicht. Jetzt wieder. Da ruft jemand um Hilfe. Steve, da schwimmt einer. Der ist am Absaufen. Oh. Übernimm das Ruder. Paul holt sich den Bootshaken und fischt den Mann an Bord. Wir trinken Sie einen Schluck. Okay. Waren Sie lange da drin? Ja. Was ist passiert? Ich hab schon gedacht, es ist aus. Wieso? Was war? Ich bin über Bord gegangen. Sind Sie Einhandsegler? Nein, wir waren zu zweit. Dick macht sich jetzt bestimmt Sorgen. War er denn nicht an Bord? Nein, er war unter Deck und hat gepennt. Sie haben Glück gehabt. Das kann ich Ihnen flüstern. Haben Sie ein Sprechfunkgerät an Bord? Ja. Na, dann wird er Sie hier sofort als vermisst melden, nicht wahr? Ja. Haben Sie eins? Nein, ein Funksprechgerät haben wir nicht, aber einen Seenotfunk und einen Empfänger. Können Sie mal anstellen? Ja, sicher. Stellen Sie mal auf 2301 ein. 2301. Jubilango, Jubilango, hier spricht Didum. Verstehen Sie mich? Ende. Kinderstunde. Hier. Vorsicht, es ist heiß. Ja, danke. Jubilango, Jubilango, hier spricht Didum. Verstehen Sie mich? Bitte kommen. Ende. Didum, Didum, hier spricht Jubilango. Ich verstehe Sie gut, Johnny. Hören Sie mich? Ende. Sehr gut, Reggie. Haben Sie gehört? Ward ist über Bord gegangen und ertrunken. Ende. Ja, furchtbar, Johnny. Ward war ein erfahrener Seemann, ich verstehe das gar nicht. Der ist über Bord gefallen. Der arme Dick Tubby ist völlig fertig mit den Nerven. Eine schreckliche Geschichte. Ende. Sind Sie Ward? Ja, Ward Warrusher. Ja, dann wird sich Dick Tubby ja freuen, dass Sie noch am Leben sind. Ja, da haben Sie recht. Wohin segeln Sie? Nach Buckler's Heart am Beauty River. Oder wohin Sie wollen. Ich muss der Küstenwache Bescheid sagen, dass ich noch lebe. Gut, die nächste Küstenwachstation ist Key Haven. Wir bringen Sie hin. Ach was, da brauchen Sie nicht mitzukommen. Setzen Sie mich einfach am Key ab. Sie haben doch schon genug für mich getan, Mr. Temple, Paul Temple, das ist meine Frau. Freut mich. Könnten Sie mir noch ein paar Klamotten leihen? Ja, ich hole was. Ja, mach das. Sie bekommen sie bestimmt wieder zurück. Passen Sie auf, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wir treffen uns heute Abend im Viscounts Grab. Wo bitte? Eine Kneipe in Buckler's Heart. Dann gebe ich Ihnen die Sachen zurück. Und wir werden meine Wiedergeburt mit einer Flasche Champagner begießen. Na gut, in Ordnung. Ich werde meinem Bötchen jetzt Beine machen. 4 Grubenhelme und 4 elektrische Lampen. 1, 2, 3, 4. Ja, Mr. Arnolds. Overalls und Handschuhe. Stiefel Größe 9, 2 Zehner und ein paar Elfer. Richtig, Mr. Arnolds. Was ist mit der Sauerstoffausrüstung? Wir haben 2 Flaschen und auch 2 Gasmasken, Mr. Arnolds. Beiboote? Davon haben wir 2, Mr. Arnolds. Und 4 Paddel. Da ist einer von Ihren Leuten, Mr. Arnolds. Der vom Boot, glaube ich. Was tust du denn hier?
Die Sache fängt an zu stinken. Wie meinst du das? Geh mir rauf. Es ist was schiefgegangen. Wir müssen die Sache abblasen. Das kostet uns einen Haufen Geld. Wir können doch jetzt nicht einfach aufgeben. Wir brauchen ein neues Boot. Das ist zu spät. Was ist passiert? Die Kerle wollten aussteigen. Einen habe ich umgelegt. Und der andere? Als ich die Leiche ins Meer werfen wollte, hat mich Tabby hinterhergeschickt. Unangenehm. Und nass. Du musst Tabby überreden, bei der Stange zu bleiben. Das ist sinnlos. Versuch es. Ich brauche das Boot unbedingt für den Abtransport. Verstanden? Oh, hei, hei, hei. So, hier. Jetzt bist du beruhigt, ja? Oh, wie schön, ein Warptau. Im Geschäft haben sie mir gesagt, damit könnte ich sogar die Queen Elizabeth abbremsen. Ach ja, das ist wenigstens ein anständiges Schiff. Wenn du das nächste Mal in See stichst, nimm nicht so eine lächerliche Nussschale wie die Sentina, wo man dauernd das Gefühl hat, man kriegt nasse Füße. Das darfst du aber nicht Freddy Pace sagen. Diese Nuckelpinne ist seine ganze Freude. Oh, so ein Masochist. Bœuf Bourguignon. Schon gut? Fast. Soll ich noch ein bisschen brutzeln lassen? Ja, wir sind ja gleich wieder da. Okay. Guten Abend. Oh, ist das kalt. So. Na, ein Scotch, bitte. Wieso? Du hast mir doch was von Champagner erzählt. Wir können uns ein Warptau leisten, aber keinen Champagner. Geizkragen. Schätzchen. Pass mich nicht an. Bitte? Danke. Was? Ja, bitte. Sind Sie von der Yacht, die heute Mittag angelegt hat? Ja, das bin ich. Dann herzlich willkommen in Viscounts Grab. Danke. Viscounts Grab? Komischer Name. Das ist doch eine Verballhornung, Miss. Es müsste eigentlich Vicomte Graf heißen. Er war ein französischer Adliger, der während der Revolution geflohen ist. Und hierher kam. Er hat es jedenfalls versucht. Sein Schiff ist in einem schweren Sturm untergegangen. Aha, deshalb Viscounts Grab. Da drüben ist er. An Bord seines Schiffes soll ein sagenhafter Schatz gewesen sein. Man sagt, dass der Vicomte hin und wieder erscheint, um nachzusehen, ob er noch da ist. Dem möchte ich ungern nachts auf dem Friedhof begegnen. Wo liegt er? Wer? Ach, der Schatz. Das weiß man leider nicht so genau. Sicher ein paar Faden tief im Wasser und im dreckigen Modder. Es heißt immer, man kann nichts mit ins Grab nehmen. Aber dieser Graf hat's geschafft. Ja, ja. Von mir wird kein Mensch was erfahren. Bring mir ein Bier, Nen. Darf ich dich zu einem Whisky einladen? Nein, nur ein Bier, bitte. Er ist völlig fertig. Ein Freund von ihm ist heute über Bord gegangen. Bordwasser? Sie haben schon davon gehört? Wie heißt der Mann? Dick Tabby. Entschuldigen Sie, darf ich? Ja. Danke. Das ist Diaz. Oh, danke. Hat er sich noch nicht bei Ihnen gemeldet? Wer? Bordwasser. Ich habe ihn heute Morgen aufgefischt. Was? Bei Hurst Point. Wir haben ihn in Keyhaven an Land gesetzt. Er wollte dort zur Küstenbahn. Bord? Das ist doch völlig unmöglich. Hey, nicht so stürmisch. Was ist denn los? Ach, Tabby. Tabby! Warum ist er denn wie eine Rakete abgezischt? Keine Ahnung. Ich habe ihm erzählt, dass ich Ward Warrischer heute Morgen aufgefischt habe. Seine Leiche? Nein, nein, lebend. Wir haben ihn an Land gesetzt. Und ihm vorher ein paar Klamotten geliehen. Er wollte zur Küstenwache gehen und sagen, dass er noch lebt. Wir sind hier in der Kneipe mit ihm verabredet. Was? Er kommt hierher? Hat er gesagt. Das Erste, was ich höre. Hat er dir etwas gesagt? Kein Wort. Ich mache Ihnen einen Vorschlag, Sir. Kommen Sie an Bord, Herr Jubilango. Hier können wir nicht gut reden. Mein Name ist Fairbright. Ich bin der Kommodore des Yachtclubs. Sie können mir ja dann dort alles erzählen. Nen wird uns anrufen, wenn Ward tatsächlich hier aufkreuzt. Brickswell, Hafen. Ich wollte das nicht. Glaub mir, es war ein Unfall. Das Boot ist in eine Böe geraten. Ein Jammer, dass ich dir das nicht gleich heimzahlen kann. Aber wir beide haben noch einen kleinen Job vor uns. Du kannst dich hier im Moment nicht sehen lassen. Die zwei, die dich an Bord gehievt haben, warten auf dich. Sie sind drüben in Viscounts Grab. Du hast recht. Komm. Du bist doch schon in einen Unfall verwickelt. Jetzt kommst du nicht mehr raus, Tabby. Die Leitung ist belegt. Die Vermittlung ruft zurück. Ah ja. Nehmen Sie doch bitte Platz, Mrs. Temple. Was darf ich Ihnen zum Trinken anbieten? Oh, ein Whisky, wenn es recht ist, Kommodore. Bitte sagen Sie, Reggie, gnädigste Kapitän und Mannschaften nennen mich schlicht Reggie. Paul? Auch ein Whisky, Kommodore. Gut. Reggie, kommen Sie mit der Jubilango allein zurecht? Nein, leider nicht mehr so gut wie früher. Das Alter macht sich bemerkbar. Bei mir, nicht bei der Jubilango. Ach, die ist so in den besten Jahren. Und fabelhaft ausgerüstet. Automatische Steuerung, Radar. Elektrische Winden, jeder Komfort ist vorhanden. Das Schiffchen ist ja auch mein ständiger Wohnsitz. Sehr hübsch, das gefällt mir. Ja, ja, mir auch. Irgendein Ramsch. Den habe ich mal auf dem Flohmarkt entdeckt.
Was sagen Sie da, Ramsch? Das ist Silber, 18. Jahrhundert. Wirklich? Sehr schön. Das habe ich nicht gewusst. Sehen Sie sich das Wappen mit den Lilien an. Naja, das passt doch gut, Sir Jubilango. Weiß und unschuldig wie eine Lilie. Hallo? Ja, Commodore Fairbright, Buckler's Hart. Ah ja, ja, Ward Warwickshire. Er wurde heute Morgen aufgefischt und an Land gebracht. Er meldete sich dann bei der Küstenwache. Was? Merkwürdig, hier ist das Ehepaar, das ihn an Bord genommen hat. Nein, 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 kein Grund zur Sorge, nein. Geben Sie mir Bescheid, ja. Und zwar, sobald er bei Ihnen ist. Gut, vielen Dank. Wiederhören. Na, haben Sie es mitgekriegt? Ja, zweifelt jemand an meinen Angaben? Können Sie mir zeigen, wo Sie Bord aufgefischt haben? Die ungefähre Position? Selbstverständlich. Gut, dann hole ich die Karte. Wie wär's mit noch einem Whisky, Mrs. Temple? Oh, nein, vielen Dank, Reggie. Paul, danke, ist zur Zeit für uns. Tja, ich habe einen Mordshunger, Paul, wir müssen wirklich gehen. Ja. Ja, es tut mir auch leid, aber wenn irgendwas sein sollte, wissen Sie ja, wo wir sind. Ja, ja, ja. Auf in die Kombüse. Lassen Sie sich gut schmecken. Danke, danke. Die Taschenlampe. Moment, ich hole sie. Nein, warte. Was ist denn? Gas, kein Streichholz anzünden. Hol mir schnell einen Eimer. Wofür denn? Hol einen Eimer, nicht aus Plastik. Mit deinem Plan ist es Essig. Ein helles Köpfchen, unser Mr. Temple. Na gut, werden wir es auf eine andere Tour versuchen. Hast heute einen schlechten Tag. Halt die Klappe. Was soll denn das? Was ist denn da drin, Paul? Butangas. Ist schwerer als Luft. Bitte schütte es aus. Da ist ja gar nichts drin. Gas kann man doch nicht sehen. Nun geh schon und bring den Eimer wieder zurück. Die Flamme muss ausgegangen sein, als du die Luke zugemacht hast. So viel ich weiß, stand sie auf klein, als wir weggingen. Ja. Irgendjemand wollte uns ins Jenseits schicken. Was? Das Gas war voll aufgedreht, als wir eben zurückkamen. Voll? Ja, geh und leer den Eimer aus, sonst kommst du heute noch in den Himmel. Der die Birne ausgedreht hat, rechnete damit, dass wir zuerst ein Streichholz anzünden würden, bevor wir das Gas riechen. Na ja, ist gut, das reicht. Hör auf damit jetzt. Ob da irgendein Zusammenhang besteht? Womit? Wir haben einen Mann aufgefischt, der plötzlich verschwindet. Und dann versucht jemand, uns umzubringen. Da muss doch irgendein Zusammenhang bestehen, glaubst du nicht? Aber das gibt doch gar keinen Sinn, Paul. Dass Warwickshire über Bord ging, war ein Unfall. Das hat er doch selbst gesagt. Fentina, ja, weiß, darf man an Bord kommen? Ja, Reggie, bitte. Darf ich mal da durch? Hier hat's beinahe eine Gasexplosion gegeben. Temple, ich möchte, dass Sie mitkommen. Was ist denn passiert? Warwickshires Leiche wurde bei Lymington an Land geschwemmt. Den habe ich noch nie im Leben gesehen. Das ist nicht Ward Warwickshire. Doch, er ist es. Er hat recht, Temple. Er ist aber nicht der Mann, den ich aus dem Wasser gefischt habe. Tabby, die Polizei möchte ich noch sprechen. Ich warte hier auf dich. Ich bringe dich zurück. Kommen Sie, Mr. Temple. Sie sagen, Sie haben von der ganzen Geschichte durch Sprechfunk erfahren. Ja, stimmt. War das vor oder nachdem Sie den Kerl an Bord genommen haben? Nachher. Ich wollte einschalten, weil... Ja, stimmt. Als er den Namen im Sprechfunk gehört hatte, hat der Kerl behauptet, er sei der Vermisste. Ganz klarer Fall. Es war irgendjemand, der unter falschem Namen untertauchen wollte. Nein, ganz so einfach ist das nicht. Bevor ich den Sprechfunk angemacht habe, sprach er von seinem Kumpel, einem gewissen Dick. Dick ist doch Tabbys Vorname, nicht wahr? Was schließen Sie daraus, Temple? Sehr einfach, dass die beiden sich kennen. Temple? Mhm. Ich glaube, es wäre besser für Sie, wenn Sie morgen früh Anker lichten. Und aus Buckler's Hart verschwinde. Trete ich jemandem auf die Hühneraugen, Kommodore? Wir wollen hier keinen Ärger, Temple. Also wie gesagt, morgen früh verlassen Sie den Hafen. Oder ich bin gezwungen, nachzuhelfen. Ist das klar? Was wollen Sie tun? Die Kriegsflotte auf mich hetzen? So. Jetzt weiß ich, warum man uns in die ewigen Jagdgründe schicken wollte. So? Mhm. Wir haben Ward Warwickshires Mörder gerettet. Stiefelchen, gib mir doch bitte mal das kleine Buch da drüben. Danke. Warwickshire wurde ermordet? Ja. So, da haben wir es. Flut in Portsmouth, 7.45 Uhr, Beaulieu River, eine Stunde später. Wieso weißt du das so genau? Das ist ein Flutbuch, steht alles genau drin. Ach, ich meine doch das von Warwickshire.
Überleg doch mal, streng dein kleines Köpfchen ein bisschen an. Der Mann, den wir an Bord gehabt haben, der muss in das Verbrechen verwickelt gewesen sein. Er hat versucht, es zu vertuschen. Ja, dann steckt Tabby mit drin. Tja, bis hierhin. Aber wir können nichts beweisen. Und dieser Mann, den wir gerettet haben, der ist verschwunden. Und was ist mit dem Kommodore? Warum will der uns unbedingt loswerden? Ach, vielleicht ist er auch mit von der Partie. Er hat jedenfalls ein nervöses Zucken, das Böses ahnen lässt. Es können natürlich auch Verdauungsstörungen sein. Also dann werde ich jetzt... Was brummelst du da vor dich hin? Ich setze den Kurs fest. Wir stechen morgen in See, das ist dein Befehl. Jetzt hieven wir aber keinen mehr an Bord, verstanden? Wohin geht denn die Fahrt? Ich will meine verliehenen Textilien wieder haben. Nach Key Haven. Ärger mit dem Getriebe? Ja, aber in dieser Woche kann ich mich nicht mehr drum kümmern. Nächsten Dienstag wäre es möglich. Bringen Sie ihn einen Tag vorher hierher. Ja, wir werden uns beeilen, in Ordnung. Tschüss. Tag, Benzin oder Reparatur? Weder noch, ich suche jemanden. So, ich auch. Und zwar einen guten Mechaniker. Viel zu tun? Ja, mir reicht's. Der Bursche, den ich suche, war wahrscheinlich gestern Nachmittag bei Ihnen. Die Verkäuferin drüben im Laden hat gesagt, dass er hier telefonieren wollte. So? Er hatte einen braunen Pullover und braune Jeans an. Ja, stimmt. Er trug ein paar nasse Klamotten unterm Arm und hat behauptet, er wäre ins Wasser gefallen. Er bezahlte mit nassen Pfundnoten. Für was denn? Ich brachte ihn nach Buckler's Hart. Wo haben Sie ihn abgesetzt? Bei Percy. Ein Laden unten am Hafen. Aha, vielen Dank. Was ist denn so Besonderes an dem Wasservogel? Wie bitte? Ist er vielleicht ein Freund von Ihnen? Das möchte ich nicht gerade sagen. Wie sah er aus? Wie schon. Er hatte einen Pulli an und eine Segelmütze auf, wie jeder hier. Am Wochenende können Sie ein halbes Dutzend davon hier am Hafen rumlaufen sehen. Hat er einen Bart? Ah, und was für einen. Er hat vermutet, dass der Ertrunkene, der gestern Abend hier am Strand angeschwemmt wurde, ein Freund von ihm war. Ein Freund? Moment mal. Hallo? Ja, Mr. Foster? Das Segeln macht dir doch Spaß, nicht? Paul. Commodore Fairbright wird sicher entzückt sein, wenn wir wieder in Buckler's Hart aufkreuzen. Paul. Wir lunchen selbstverständlich auf See, Bœuf Bourguignon. Oh, Paul, nein. Fehlt Ihnen was? Nein, ist schon gut. Entschuldigen Sie, Mr. Foster. Bei dir kann man vom Boden essen. Sehr witzig. Warum sind Sie eigentlich mit ihm rausgefahren? Er hat gesagt, ich soll ihn zum Angeln mitnehmen. Das konnte ich ihm doch nicht abschlagen. Es wäre verdächtig gewesen. Wie ist das passiert? Wie ist er über Bord gefallen? Er und Ward haben sich gestritten. Wahrscheinlich wollte Ward mit ihnen alleine rausfahren. Ja, darum ging's. Die zwei haben sich noch nie riechen können. Ward drehte durch. Es kam zum Kampf. Die beiden gingen über Bord. Wegen so einer Lappalie. Jetzt ist Schluss, das hat keinen Sinn mehr. Was heißt das? Du bekommst deinen Lohn, Tabby. Und dann müssen wir uns leider trennen. Willst du noch was trinken? Nein. Ich muss noch mal zurück an Bord. Mhm. Ja, was gibt's? Ich bin gerade beim Essen. Oh, entschuldigen Sie, Sir. Ja, ja, schon gut. Lassen Sie sich nur Zeit. Ich wollte mich nach einem Freund erkundigen, der gestern Mittag bei Ihnen gewesen sein soll. Ach so. Ist der Mann von hier? Nein, er trug einen braunen Pullover und braune Jeans. Es war so um 2 herum. Nein, ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern. So. Es hat ihn jemand vor Ihrem Laden abgesetzt. Ein Automechaniker. Hilft Ihnen das? Nein. Ich habe niemanden gesehen. Na gut. Entschuldigen Sie, dass ich Sie beim Essen gestört habe. Wiedersehen. Wir setzen uns an den Tisch. Ja, ist gut, Stiefelchen. Guten Tag. Tag, 2 kühle Bierchen, bitte. Durstig? Ja, es muss die salzige Luft sein. Zigarette. Nein, danke. Im Moment nicht. Danke. Wissen Sie genau, wo das Schiff des Vicomte gesunken ist? Irgendwo da draußen. Hat man es je geborgen? Nur ein paar Trümmer. Davon haben wir einige und die anderen das Museum am Ende der Straße. Aber keinen Schatz, hm? Nein, leider nicht. Vielleicht existieren von dem Schiff noch Aufzeichnungen, zum Beispiel, was es geladen hatte. Wertvolle alte Silberkrüge. Nimm mir nicht immer die Pointe weg. Sind Sie auf Schatzsuche? Nein, nur ein bisschen neugierig. Sie wissen also auch nicht genau, wo sie unterging? Doch, man sagt in der Nähe von Hurst Point. Nachts am 23. März 1789. Hat schon jemand nach einem Schatz gesucht? Das hat man Sie bestimmt schon oft gefragt. Wenn ich von jedem einen Penny bekommen hätte, wäre ich jetzt reicher als der Vicomte mit einer ganzen Schiffslade voll Gold. Den Schatz wird man wohl nie finden, was? Sicher nicht, sonst hätte ich ihn schon längst gehoben.
Aber Sie scheinen viel über das Schiff zu wissen. Klar, das gehört zum Geschäft. Die Gäste, die herkommen, wollen darüber etwas hören. Oh, ja. Aber wenn Sie wirklich interessiert sind, ich habe ein paar alte Bücher und ein paar Seekarten aus dieser Zeit. Oh, darf ich mal sehen? Selbstverständlich, ich hole sie. So, während du in der Vergangenheit rumschmökerst, gehe ich zum Kommodore und unterhalte mich mit ihm ein bisschen über die Gegenwart. Vorsicht beim Pink Gin, der hat's in sich. Mhm, ich bin bald wieder da. Aha. Hier, ist mit der Zeit vergilbt und brüchig geworden. Zeigen Sie mal hier. Oh, ist ja toll. Hier, an dieser Stelle soll das Schiff gesunken sein. Was zum Teufel wollen Sie denn schon wieder? Ja, wie war Ihr Abstecher nach Key Haven? Das wissen Sie? Mhm. Wollen Sie eine Tasse Tee? Nein, danke. Sehen Sie sich das mal an. Deshalb bin ich in Key Haven gewesen. Aus dem Schatz des Vicomte de Graaf? Ja, ja, ich war ein verdammter Narr. Ich habe geglaubt, ich hätte den Inspektor von der Küstenwache in das Licht führen können. Wann haben Sie ihn das gefunden? Vorhin Sommer, ganz per Zufall, aber ich habe sofort gewusst, was es war. Von da an habe ich die ganze Zeit den Grund des Meeres mit dem Echolot abgesucht. Da können Sie sich aber strafbar machen. Ja, ich weiß. Schätze, die man aus dem Meer hebt, müssen auf jeden Fall abgeliefert werden. Und dann bekommt man eine Belohnung. Ja. Ja, aber die Sachen einem Antiquitätenhändler zu verkaufen, ist viel rentabler. Ja. Was haben denn nun Mr. Tubby und der ertrunkene Woroscher damit zu tun? Sehr einfach. Die habe ich als Taucher angeheuert. Das kostet doch eine Kleinigkeit. Ja. Ich bin ziemlich vermögend, Mr. Temple. Es war alles sehr diskret arrangiert. Sehr diskret, ja. Ich wollte nicht, dass es hier plötzlich von Schatzsuchern wimmelt. Wo ist der Rest des Schatzes? Den haben wir bisher noch nicht gefunden. Och, Red. Nein, ich schwöre. Ehrlich gesagt, natürlich wollte ich eine krumme Tour drehen und die Gesetze umgehen. Das ist mir jetzt sehr peinlich. Was haben Sie denn jetzt vor, Reggie? Dick Tubby habe ich schon ausbezahlt. Wir wollten noch mal einen letzten Versuch starten, aber ich habe die Sache abgeblasen. Hat der Mann, den ich aus dem Meer gefischt habe, auch für Sie gearbeitet? Ich denke, der hat für Sie gearbeitet. Für mich? Ja, natürlich, für die Küstenwache. Hat Tubby das gesagt? Ja. Merkwürdig, dann wäre er ja ein Beamter der Küstenwache. Wie? Ja, ja, schon gut, Kommodore. Trinken Sie einen Schluck auf mein Wohl. Einige Zeit später. Wir können nicht warten, bis es dunkel wird. Schaff die Vorräte an Bord. Aber wir... Mach schon. Also in dem Buch steht, es ist an 4 Stellen gesucht worden. Hier, hier und hier und... Du hörst mir ja gar nicht zu. Hm. Er scheint doch auf große Fahrt zu gehen. Die Vorräte reichen für eine ganze Armee. Aber der Kommodore hat doch bestimmt nicht vor, selber nach dem Schatz zu tauchen. Soll ich dir was verraten? Sprich dich aus. Man hat gesagt, dass eines von diesen Büchern an einen Freund von Tubby verliehen wurde. Das könne der Mann sein, den wir aus dem Wasser gefischt haben. Das sagst du mir reichlich spät. Aber Reggie hat doch behauptet, sie hätten den Schatz bis jetzt nur zum Teil gehoben. Und das glaubst du ihm? Ja, allerdings. Paul? Mhm. Was ist, wenn Tubby und Woroscher den Schatz bereits gehoben und es Reggie verheimlicht haben? Und der dritte Mann das Zeug auf den Markt bringen sollte? Wäre möglich, aber 50-50 ja. Für jeden ist besser als ein Drittel. Deshalb musste Woroscher weg. Du vergisst, dass unser Mann auch über Bord gegangen ist. Na, das war vielleicht wirklich ein Unfall. Und damit die Küstenwache nicht lange kontrolliert, wer es ist, hat er sich als Woroscher ausgegeben. Das klingt plausibel. Geradezu fantastisch, wie logisch du manchmal bist. So? Ich bin auch eine Frau. Hm. Lauf vorüber in den Kramladen und bring die Koffer her, die ich bei Percy abgestellt habe. Tubby! Wimmel sie ab. Guten Tag, entschuldigen Sie die Störung. Ich möchte gerne ein Buch. Ein was? Ein Buch, in dem man lesen kann. Sie haben sich doch bei Nan in Vicons Grab einen Schmöker geborgt. Was? Ja, über den Schatz des versunkenen Schiffes. Haben Sie ihn schon ausgelesen? Nan hat mir kein Buch geliehen. Sie verwechseln mich mit jemandem. Ach so. Na dann entschuldigen Sie. Idiot! Warum hast du es ihm nicht gegeben? Ich kann doch nicht wissen, dass du es schon gelesen hast. Du bist vielleicht naiv. Ich habe jede Seite, jedes Wort genau in meinem Kopf. Hol jetzt die Koffer. Nein, bleib hier. Besser du wartest, bis der Sherlock Holmes weg ist. Hast du es? Nein, er sagt, er hätte es nicht. Aber ich glaube, er lügt.
Stiefelchen. Hm? Wenn der Kerl jetzt an Land geht, werde ich ihm folgen und von hier weglotsen. Und du flitzt an Bord und suchst nach dem Buch. Ja, mach ich glatt. Das ganze Boot stelle ich auf den Kopf. Kaffee? Hm? Nein, nein, ich habe keine Zeit mehr. Da ist er. Hier, unter der Bank. Hast du schon Piepen gekriegt? Nee. Ich habe auch nichts bekommen. Ich werde dir was sagen, der Kerl gefällt mir nicht. Heute Abend ist sowieso Sense für mich. Komm, fass mit an. Wir müssen sofort abhauen. Mr. Temple ist mir gefolgt. Ich habe ihn niedergeschlagen. Sieh mal an. Das junge Ehepaar hat heute einen schwarzen Tag erwischt. Das gleiche habe ich mit seiner Frau gemacht. Die werde ich bald wieder los. Willst du sie über Bord ja, werfen? Ja, warum nicht? Ich werde jetzt meinen Freund Sturmer abholen. Überleg dir, ob du mitmachen willst oder nicht. Es liegt bei dir. Du brauchst bloß zu tun, was man dir sagt, und du wirst steinreich. Sturmer weiß genau, wie wir an den Schatz kommen. McAfee, wie ist denn der Freund, von dem du da gerade gesprochen hast? Sturmer? Ja, das ist ein ganz cleverer Junge. Im Augenblick verbringt er einen kleinen Urlaub. Gezwungenermaßen. Der bekommt ihm nicht gut. Wir werden dafür sorgen, dass er wieder ein bisschen an die frische Luft kommt. Musst du denn das Mädchen töten? Kümmer du dich um dein Boot und frag nicht so dämlich. Nebenan waren zwei. Dort ist eine Anlegestelle. Na, dann können wir ein bisschen verschnaufen. Commodore. Wir hätten gleich die Jubilango nehmen sollen. Ein fabelhaftes Boot. Große Klasse. Sie hätten sich einen Haufen Geld gespart. Bist du sicher, dass wir hier vor Anker gehen können? Vielleicht ist es eine Hauptschifffahrtsstraße. Nein, nein. Und wenn Ebbe kommt, sitzen wir da nicht auf dem Trocknen? Ich verspreche es dir. Steht da irgendwas Besonderes in dem Buch? Ich bin noch nicht fertig. Ist aber ganz interessant. Hm? Es scheint hier einen Haufen Wachs zu geben. Es wurde viel geschmuggelt in der Gegend. Da steht, die Blütezeit des Schmuggels war 1789. In einem stillgelegten Minenschacht von Newton Creek war der Schlupfwinkel auf der Isle of Wight. Ist ein Minenschacht dicht an der Küste? Nein, landeinwärts. Die Schmuggelware wurde in den Gängen versteckt. Was ist das? Wahrscheinlich ein Lesezeichen. Was machst du denn da? Ich hab's. Was hast du? Hier! Was sieh mal, Paul! Ja, hier. Moment mal. Das ist doch... Das gehört doch hierhin. Ja? Ja, das passt ganz genau. Du bist ein kluges Mädchen. Da, wo das Kreuz mit dem Kreis drum ist, da liegt der Schatz. Da. Nein, 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 das stimmt nicht. Dem Buch nach ist es ein völlig anderes Gebiet. Das wäre Hurst Point. Aber da gibt's ja solche Höhlen. Schmugglerhöhlen? Ja, angeblich soll nämlich der Vicomte den Schatz von seinem Schiff gebracht und hier in den Höhlen versteckt haben. Das ist das Rätsels Lösung. Es waren Grubenhelme an Bord der Jubilango. Aber dass da ein Schatz liegt, will mir nicht in den Kopf gehen. Morgen müssen wir bestimmt in aller Herrgottsfrühe raus. Tja. Schön. Mhm. Wie war der Name, den du gehört hast? Welcher Name? Den du bei dem Streit gehört hast. Sturmer. 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 Hier, hier, lies mal. Das ist ja ein Ding. Gefängnis von Parkhurst. 22 Uhr. Sie hören die wichtigsten Meldungen vom Tage. Wieder wird ein Ausbruch aus dem Gefängnis in Parkhurst auf der Isle of Wight gemeldet. Es handelt sich diesmal um drei Männer. Sie waren zu langen Freiheitsstrafen wegen bewaffneten Raubüberfalls und Mord verurteilt. Die Polizei warnt die Bevölkerung vor den drei Verbrechern. Einer der Männer, Robert Sturmer, war der Anführer der Bande, die vor 14 Monaten bei einem Postraub eine halbe Million Pfund erbeutet hat. Heute Nachmittag, kurz nach 17 Uhr. Die gehören also zusammen. Tja, das haben wir nur ein bisschen zu spät gemerkt. Am besten, wir steuern den nächsten Hafen an und gehen zur Polizei. Nein, dazu bleibt uns keine Zeit. Hier, das Seefunknotgerät. Ja. Weißt du, wie man damit umgeht? Antenne rausziehen und auf den Knopf drücken. Kluges Kind, hier ist das Warttau. Lass es aber erst übers Heck, wenn ich es dir sage. Ich bin doch eine Warttau-Expertin. Gut, jetzt volle Fahrt voraus.
Sie es erkennen? Nein. Es ist Tempel. Der gleiche Bootstyp, davon gibt's hier hunderte. Es ist Tempel, ich mache jede Wette. Wir werden sein Boot rammen. Sind Sie wahnsinnig? Tempel kommt von der Küstenwache. Dann hätten wir ja den richtigen Fisch an der Angel. Kommt nicht in Frage. Vergessen Sie nicht, dass Sie mich brauchen, wenn Sie Ihren Freund Stürmer nach Frankreich bringen wollen. Ich rufe Jubilango. Jubilango, hören Sie mich. Ende. Laut und klar, Johnny. Ende. Wo zum Kuckuck bist du denn, Reggie? Auf der Höhe von Newton Creek, mit einer kleinen Panne. Hab ein Warptau in meine Schraube. Ich hab doch immer gesagt, ich muss ein Warptau kaufen. So ein Pech, Reggie. Soll ich dich abschleppen lassen? Ende. Nicht nötig, Johnny. Alles halb so schlimm. Biff ist bereits unterwegs. Ende. Sentina, hören Sie? Ich habe einen Verbrecher an Bord. Ein guter Freund von Ihnen. Eine Flasche Shampoos zum Frühstück. Haben Sie Lust, mir Gesellschaft zu leisten? Ende. Hiss die Flagge, Steve, und signalisiere dem Kommodore MGV. Mit größtem Vergnügen. Ei, ei, Captain. Ah! Oh, okay. Dieses Abenteuer haben Stiefelchen und Paul gut überstanden. Das nächste wartet. Danke für den Like und bis demnächst bei Hör mal zu, dem Kanal für echte Hörspiel- und Retro-Freunde. Schriftsteller. Seine Frau nennt er liebevoll Stiefelchen. Und heute ist er in Schweden. Paul Tempel. Ausgerechnet hier bei uns in Schweden. Hansen. Mensch, ich freue mich, dich wiederzusehen. Ja, ich freue mich auch. Sag mal, erschreckst du deine Freunde immer so? Ach komm, das hast du doch gern. Willst du ein Bier? Ja, immer. Augenblick. Was anderes habe ich auch nicht da. Entschuldige bitte, hier ist alles ein bisschen primitiv. Tja, friedlich und still, aber es ist doch nicht das Richtige für dich, was? Komm, Paulchen. Weißt du noch, damals in Amerika, da war vielleicht was los. Mhm. Und die süßen Puppen, immer eine hübscher als die andere. Ja. Erinnerst du dich noch an die kleine Schwarze, die dir dauernd nachgelaufen ist? Ja, danke. Wie hieß sie doch gleich? Du meinst Steve. Steve, ja stimmt. Komischer Name für ein Mädchen. Was ist aus ihr geworden? Ich habe sie geheiratet. Oh, das ist doch ein Witz. Das hoffe ich nicht. Das ist ja eine Überraschung. Komm, setz dich. Danke. Du hast sie also geheiratet. Ja. Also dann auf die alten Zeiten. Auf die alten Zeiten. Was macht eigentlich unser Buch?
Es hat schon die 5. Auflage. Ach, und du hast dabei den Profit eingesteckt und nicht die Unannehmlichkeiten. Verstehe nicht. Wie meinst du das? Das weißt du nicht. Dein Buch war ein Volltreffer, und zwar leider auch für mich. Ich war doch ein großer Gewerkschaftsboss drüben in den Staaten. Du kamst und hast von mir Informationen verlangt und ich habe dir auch alles gesagt, was du hören wolltest. Wahrscheinlich habe ich den Mund ein bisschen zu voll genommen. Das FBI hat den Fall untersucht und ich musste mich dann vor Gericht verantworten. Oh, das tut mir leid. Schon gut. Ich muss sagen, du hast fabelhafte Manieren. Ja? Naja, ich wollte damit sagen, du kommst hier reingeplatzt und stellst nicht mal Fragen. Sollte ich das? Warum nicht? Ah, jetzt habe ich dich erkannt. Jetzt hat er mich erkannt. Also, was ist? Was spricht man über mich im alten England? Ach, lauter nette Sachen. Ja? Du wirst gesucht wegen Rauschgifthandel, wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt. Und dann läuft auch noch ein Auslieferungsantrag von den Vereinigten Staaten. Eine ganze Menge, muss ich sagen. Was ist denn mit dem Antrag? Ich soll Gewerkschaftsaktien geklaut haben. Hast du? Glaubst du, dann würde ich hier sitzen? Völlig pleite? Was ist mit dem Rauschgift? Hat man mir untergejubelt. Wer? Paul. Ich bin jetzt über 20 Jahre bei der Gewerkschaft. In der Zeit habe ich mir einen Haufen Feinde eingehandelt. Soll das heißen, die sind hinter dir her? Genau. Ihr Gedächtnis funktioniert tadellos. Und du hast Angst vor ihnen, ja? Ja, sicher. Ach, deswegen das Schießeisen. Du hast gute Augen, Paul. Ich gebe zu, dass ich ein paar Dinge gedreht habe, die nicht ganz legal waren, aber ich bin kein Al Capone. Das mit der Gewerkschaft ist fingiert. Und irgendjemand hat mir Rauschgifthandel in die Schuhe geschoben und ich weiß nicht warum. So. Und was willst du von mir? Du meinst, ich hätte dich deswegen hierher gelotst? Ja. Nein. Nein, du kannst mir nicht helfen. Niemand kann das. Noch ein Bier? Nein, ich habe genug. Aber eines könntest du doch für mich tun. Keine Angst, es ist nichts Illegales. Es handelt sich um ein Boot. Was ist damit? Die Motorschraube ist kaputt gegangen, als ich es nach Stockholm gebracht habe. Ein Mann namens Gus repariert sie jetzt. Ah, ja. Das kostet natürlich eine Menge. Ach, jetzt verstehe ich. Du meinst, ich müsste das berappen? Hör zu. Ich habe keinen roten Heller von dir verlangt für all die Informationen, die du für dein Buch bekommen hast. Mhm. Wie viel? $1,300. Das sind ja über 600 Pfund. Ja, das ist nicht einfach für Gus. Er muss unter Wasser arbeiten. Ingmar, was macht dieser Gus noch für dich? Du willst es genau wissen? Mhm. Paul, das Boot ist alles, was ich im Moment habe und es kostet Geld, es hierher bringen zu lassen. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Ich muss hier weg. Ja, ich muss hier weg! Hast du ein Bankkonto in Stockholm? Klar. Ich habe eins eingerichtet, als ich aus Amerika kam. Sehr weitsichtig. Naja, es ist leider nichts drauf. Na klar. Ich lasse sofort von London 600 Pfund auf dein Konto überweisen. Du scheinst mir nicht sehr zu vertrauen. Du gibst mir dann einen Scheck über 600 und ich gehe zu diesem... Gus Coolidge. Ich sorge dafür, dass er das Geld bekommt. Mehr kann ich nicht tun. Großartig. Wenn du noch einen Wunsch hast... Hör zu, Paul, ich möchte nicht, dass du irgendwelche Schwierigkeiten kriegst. Wenn dich irgendjemand nach mir fragt, sagst du alles, was du weißt. Ich komme dann schon mit ihm klar. Natürlich, in Ordnung. Und wo finde ich diesen Gus Coolidge? Der wohnt bei irgendwelchen Hippies zusammen mit den Rebellen. Rebellen? Deserteure, Vietnamsoldaten. Viele von ihnen landen hier in Schweden. Mein Boy Tech ist einer von ihnen. Der hatte nur nicht so viel Glück wie die anderen. Bei einem Bombenangriff bekam er einen Schock. Seitdem kann er nicht mehr sprechen. Hey, Tech! Mach den Kahn flott! Er ist ein guter Junge. Ich kümmere mich um ihn und er sich um mich. Ich gebe dir am besten die Adresse von Gus. Und den Scheck. Ein Barscheck, selbstverständlich. Na, wie fühlen Sie sich als freier Mann, Larsen? Danke. Wie neu geboren. Sie haben Glück gehabt. Bei Rauschgiftschmuggel kennen die Behörden keinen Spaß. Sie hätten ebenso gut 4 Jahre brummen können. Was ist denn mit Ingmar? Den haben Sie noch nicht erwischt. Wissen Sie, ein wirklich guter Anwalt muss auch ein bisschen zaubern können. Sie hatten kaum eine Chance. Es war gut, dass Sie zu mir gekommen sind. Wie ist das mit dem Honorar? Ich vertraue Ihnen. Ich weiß, Sie werden zahlen, wenn Sie dazu in der Lage sind. Wann wird das der Fall sein? Sobald ich an das Zeug rankomme. Das ist nur nicht ganz leicht. Aber es ist doch hier. Ja, natürlich. Sie wissen nur nicht genau wo. Hm? Wir werden es schon finden. Es wäre vielleicht das Beste, wenn Sie mir bis dahin Ihr Geschäft überschreiben, sozusagen als Sicherheit. So was ist absolut üblich. Hier, bitte. Nur kein Risiko eingehen. Hm? Das kann ich mir nicht leisten. Jeder geschäftliche Abschluss, den ich tätige, muss absolut einwandfrei sein. Sonst wäre ich ja nicht mehr vertrauenswürdig. Oder? Und bestimmt kein guter Anwalt.
Umsonst ist er tot, Larsen. Na? Ich habe die Überweisung veranlasst. Ich weiß, es ist heller Wahnsinn. Aber irgendwie bin ich es Ingmar schuldig. Glaubst du die verrückte Geschichte, die er dir erzählt hat? Nee, eigentlich nicht. Ist die Sache damit erledigt? Ja, sobald ich diesem Gast den Scheck gebracht habe. Schick ihn doch mit der Post. Ach, zu teuer. Ich habe doch heute Nachmittag nichts Besonderes vor. Während du hier deine Fotos machst, kann ich ruhig den Scheck persönlich hinbringen. Entschuldige. Paul Temple, wie lange sind wir jetzt verheiratet? Du bist wie ein aufgeschlagenes Buch. Von dem du einige Seiten noch nicht kennst. Bis später, Stiefelchen. Also, Kinder, an die Arbeit. Ola, zieh bitte dein Bikini aus. Wie? Ich meine, es soll sich anziehen. Paul kitzelt in der Zwischenzeit einige Informationen heraus. Wer hat denn die Idee gehabt? Ich meine, die mit dem Begräbnis. Gus natürlich. Na, er ist sicher sehr intelligent. Ja. Gus ist also der Initiator dieser kleinen Demonstration. Sind Sie für Mord und für sinnlose Kriege? Nein. Unternehmen Sie was dagegen? Eigentlich nicht. Aber Gus, es ist sein Lebensinhalt. Danke. Der Zucker steht auf dem Tisch. Das war doch sicher ziemlich teuer. Sagen Sie, was tut eigentlich Gus und seine... Deserteure? Ja, arbeiten Sie? Das ist Ihre Arbeit. Wo kommt das Geld her? Von Freunden. Freunden? Wie Ingmar Hansen. Wer sind Sie? Ich bin auch ein Freund. Hier, bitte, ein Barscheck auf Gastnamen. Gas? Hallo, Katharina. Stell dir vor, heute war sogar ein Reporter von einer amerikanischen Zeitung da. Ein Freund. Wer sind Sie? Von Hansen? Mhm. Ohne mich. Ich denke, das ist er Ihnen schuldig. Ich habe seine Yacht repariert, einen Tag Arbeit. Mehr schuldet er mir nicht. Wieso? Ich will keine Schwierigkeiten. Das ist sehr vernünftig. Außerdem bringe ich auch das Boot nicht durch die Hafenpolizei. Hafenpolizei? Es ist beschlagnahmt. Sagen Sie, Hansen, es geht leider nicht. Ja, das werde ich tun. Das alles hier hat doch sicher eine Stange Geld gekostet. Von wem haben Sie das? Ach ja, ich weiß, von Freunden. Grüßen Sie den Vorsitzenden. Wer war das? Gib's auf, Gas, bitte. Bitte. Nein, ich denke gar nicht dran. Hab keine Angst. Es wird alles gut. Wiedersehen. Na? Hm? Ja? Müde? Mhm, ganz schön. Oh, wie großzügig. Mhm. Wo bist du denn wieder? Weshalb hat die Hafenpolizei Ingmars Boot beschlagnahmt? Hunger. Was? Hunger? Ach so, dann gehen wir doch was essen. Auf dem Boot ist vielleicht noch Rauschgift versteckt. Ah, ist ausgeschlossen. Die Polizei hat es doch sicher gründlich durchsucht. Ingmar hat mir gesagt, dass er das Boot unbedingt braucht. Er will hier aus Schweden weg, es ist ihm zu gefährlich. Immer dieses Boot. Warum? Irgendetwas stimmt da nicht. Aber was? Es ist herrlich, sich mit dir zu unterhalten, weil du so prompt und logisch antwortest. Hm? Oh, es schmeckt köstlich. Es ist so dunkel hier. Dunkle Restaurants machen mich misstrauisch. Die haben meistens was zu verbergen. Die Preise auf der Speisekarte. Das Dumme ist nur, dass auch die Polizei vielleicht misstrauisch wird, wenn ich sie frage, was los ist mit Ingmars Boot. Och, dagegen weiß ich ein gutes Mittel. Mhm. Ich würde sie einfach nicht fragen. Du weißt ja gar nicht genau, ob es Ingmars Boot ist. Ich sag's doch, du bist von einer umwerfenden Logik. Danke, Stiefelchen. Er gibt ihr einen zärtlichen Kuss auf die Wange. Danach schnüffelt er ein wenig im Hafen herum. Ich wollte eigentlich nur wissen, wer der Besitzer ist. Und warum, Mr. Temple? Es interessiert mich. Das Boot oder der Besitzer? Bitte. Danke. Nein, das Boot. Wollen Sie es kaufen? Tja, ich möchte es mir mal gern ansehen, wenn es möglich wäre. Das geht nicht. Das ist leider nicht möglich. Ach so. Hat Ihnen der Beamte unten den Namen des Besitzers genannt? Mhm. Und weshalb wir ihn suchen? Tja, es tut mir leid. Ich verstehe. Wahrscheinlich haben Sie das Boot beschlagnahmt, weil ein Verbrechen vorliegt. Stellen Sie sich vor, wir haben das Boot gar nicht mehr, Mr. Temple. Ja, es wurde nämlich in der vergangenen Nacht gestohlen. Wie ist denn das möglich? Wurde es nicht bewacht? Natürlich wurde es bewacht, nur es ist nicht leicht. Sie können es nicht finden, hm? Das ist doch ein Kunststück. Sehen Sie, Stockholm vorgelagert sind Zehntausende von kleinen Inseln und da jemanden aufzuspüren, ist ein echtes Problem.
Das ist die Geschichte mit der Stecknadel im Heu. Sie sagen es, aber wir werden diese Stecknadel finden, Mr. Temple. Übrigens, woher wissen Sie eigentlich von der Atlanta? Hm? Von einem Amerikaner namens Gus Coolidge. Er hat mir gesagt, er hätte das Boot repariert. Auch was er repariert hat? Irgendwas an der Schraube, soviel ich weiß. Ja, das stimmt. Wir mussten das Boot in den Polizeihafen schleppen. Es war nicht mehr fahrtüchtig. Das war auch der Grund, warum wir es nicht besonders bewachen ließen. Bitte, nehmen Sie Platz. Nicht fahrtüchtig? Dann konnte man es doch auch nicht stehlen. Mr. Coolidge hat das Boot repariert, die Schraube in Ordnung gebracht. Ich verstehe nicht ganz, obwohl es bewacht wurde? Zigarette? Ja, vielen Dank. Gus Coolidge war ein Froschmann. Vielleicht verstehen Sie jetzt. Hm? Aha. Entschuldigen Sie. Er wurde bei der Marine ausgebildet. Hm. Kennen Sie den Mann? Ja, oberflächlich. Hm? Schade, dass er sein Talent nicht nutzbringender angewendet hat. Hm? Sie glauben also, dass er in irgendein Verbrechen verwickelt ist? Da bin ich sogar sicher. Würden Sie vielleicht mal... Ach ja, entschuldigen. Nur wegen der Sonne. Ja. Tja, man hat Gus Coolidge heute Morgen im Hafen gefunden. Tot. Er hatte seine Taucherausrüstung an und an seinem Handgelenk war eine Drahtzange befestigt. Wie ist er umgekommen? Man nimmt an, dass der Ernst in die laufende Schiffsschraube geraten ist. Ein schrecklicher Tod, nicht? Mr. Temple, haben Sie schon irgendeinen Hinweis, was diese mysteriöse Geschichte betrifft? Nein, bis jetzt leider noch nicht. Ah, Sie sind immer noch am Kombinieren. Es steckt sozusagen noch alles in der Entwicklung, nicht wahr? Aber Sie sind ja Ihrem Renommee was schuldig. Ach, mein Renommee. So, Sie haben mir also wirklich nichts zu sagen. Nein, noch kombiniere ich, wie Sie so schön sagen. Aber vielleicht können Sie mir was verraten. Hä? Warum ist das Boot so wichtig für Sie? Nein? Na gut. Darf ich jetzt gehen? Aber selbstverständlich. Okay, danke. Einige Zeit später dreht sich bei Paul ein wahres Gedankenkarussell. Er wollte doch keine Schwierigkeiten. Er hat gesagt, er sei nicht interessiert an dem Angebot von Ingmar. Er hat sich geweigert, den Barscheck anzunehmen. Warum hat er dann versucht, das Boot zu stehlen? Das hat er ja gar nicht. Die Polizei nimmt es aber an. Die Polizei nimmt ja auch an, dass es ein Unfall war. Glauben Sie das auch? Lassen Sie mich allein. Warum sollte Gus jemanden umbringen? Sie glauben doch, es war Mord. Sie wissen, er hat mir gesagt, er hätte Ingmars Boot repariert. Wann war das? Vor 2 oder 3 Wochen. Warum? Dann ist er letzte Nacht aus einem anderen Grund an dem Boot gewesen. Wissen Sie, warum? Nein, ich habe keine Ahnung. Er ist tot. Was wollen Sie also noch? Rausbekommen, wer ihn umgebracht hat. Ich was? Das können Sie doch gar nicht. Haben Sie keine Angst. Ich möchte Ihnen nur helfen. Das können Sie. Vergessen Sie das Ganze. Wenn Sie mir wirklich helfen wollen, vergessen Sie das alles und gehen jetzt. Gut, aber ich komme wieder. Nein, ich werde nicht mehr hier sein. Was soll ich noch hier? 21.30 Uhr im Hafen am Ponton 9. Du bist noch da? Natürlich, warum nicht? Ich dachte, du wärst schon weg. Was ist los? Hast du einen Sonnenstich? Komm, trink ein Bier. Warum hast du gedacht, dass ich nicht mehr hier bin? Weil vergangene Nacht deine Yacht gestohlen worden ist. Aber nicht von Gus, von dir. Glaubst du denn, ich würde noch auf dieser gottverlassenen Insel sitzen, wenn ich das Boot hätte? Vielleicht bleibst du nur so lange, bis die Polizei sich beruhigt. Seit 2 Monaten habe ich diese Insel nicht mehr verlassen. Die Polizei nimmt an, dass Gus gestern Nacht dabei geholfen hat, das Boot zu stehlen. Moment. Seine Leiche wurde heute Morgen im Hafen gefunden. Angeblich ist er in die Schiffsschraube geraten. Es war kein Unfall, es war Mord. Larsson. Wer? Ja, das war Larsson. Wer ist Larsson? Was soll ich sagen? Ein Geschäftsmann hat hier im Hafen ein paar Schiffe liegen. Er kam nach Amerika und half mir, die Atlanta hierher zu bringen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gus helfen wollte, dein Boot zu stehlen. Warum nicht? Die Schraube hat er doch schon vor Wochen repariert. Ja, stimmt. Aber vielleicht war sie schon wieder kaputt. Möglich, aber wer hat Interesse daran, die Atlanta zu stehlen? Warum? Sehr einfach, weil sie ein tolles Schiff ist, Paul. Die Yacht hat mich was damals 350.000 Dollar gekostet. Schiff, dass jemand bereit ist, einen anderen dafür umzubringen? Ich bitte dich, Paul, woher soll ich das wissen? Was ist los? Polizei, mach das Boot klar. Welches Boot, Ingmar? Die Atlanta? Komm mit, Paul. Nein, ich bleibe hier. Komm doch, Tech kennt diese Insel wie seine Hosentasche. Hast du mich der Polizei verpfiffen? Nein, die müssen mir gefolgt sein. Das glaube ich dir nicht. Du bist mir im Wege, Paulchen. Zwischen den beiden Männern fliegen die Fäuste. Einen schönen guten Tag, Mr. Temple. Paul erwacht aus einem K.O. Alles ist verschwommen. Er hört nur dumpf die Stimme des Mannes. Ingmar Hansen? Na, sind Sie mit Ihren Recherchen schon ein Stückchen weitergekommen? Oder haben Sie gar das Rätsel schon gelöst?
Du hast allen Grund, Inspektor Lindfors dankbar zu sein. Hätte dich glatt verhaften können. Schade, dass es nicht getan hat. Kittchen, würdest du dir wenigstens keine Beulen einhandeln? Stiefelchen, wie viel ist das? 150.000 schwedische Kronen. Was? Es müssten doch über 12.000 Pfund sein. Du müsstest dir mal dein Gehirn durchleuchten lassen. Lindfors hat mir erzählt, er hätte ein Geschäft, aber es sei praktisch für ihn wertlos. Wer, Lindfors? Ach Quatsch, Larsson. Der hat hier ein paar Schiffe liegen. Ich frage mich nur, wie kommt der an 12.000 Pfund? Herr, ja? Dunkel ist der Redesinn. Wie? Ach so, ja, ja. Ja, wenn du schon meine Meinung hören willst, dann musst du mich auch in deine Geheimnisse einweihen und nicht so zusammenhanglos daherreden. Wer ist Larsson? Habe ich dir das nicht gesagt? Er ist der Bursche, der Ingmar geholfen hat, seine Yacht von Amerika hierher zu bringen. Die Polizei hat Rauschgift an Bord entdeckt. Larsson wurde wegen Beihilfe unter Anklage gestellt. Er kam aber frei gegen Kaution. Er hat Glück gehabt. Es war eine sehr hohe Kaution. So viel Geld kann er nicht bar gehabt haben. Vielleicht hat er reiche Freunde. Möglich. Du bist ein Genie. Moment mal, wie war doch gleich der Name? Ach, du redest wieder irre. Welcher Name? Von dem Rechtsanwalt, von Larssons Rechtsanwalt. Ich hab's. Adamsson, Rechtsanwalt. Adamsson. Lindfors hat mir gesagt, er sei ein bekannter Anwalt. Moment, das haben wir gleich. Das hat Larsson bestimmt ein hübsches Sümmchen gekostet. Willst du ihn anrufen? Mhm. Wozu? Ah ja, Adamsson, Rechtsanwalt. 4, 3... Denk mal nach, Stiefelchen. Wenn jemand weiß, woher Larsson die Kaution hat, dann sein Anwalt. Hallo? Ja, hallo, kann ich bitte Mr. Adamsson sprechen? Ja, das verstehe ich. Lassen Sie sich bitte nicht stören. Wie? Da muss ich erst mal fragen. Hast du Lust, auf eine Party zu gehen? Oh. Ja, sie hat Lust. Einverstanden, wir kommen gleich. Man hat uns soeben zu einer Krebsparty eingeladen. Krebsparty? Krebsparty. Solche Partys werden sehr gerne in Schweden gefeiert. Paul und Stiefelchen sind sehr gespannt. Adamsson scheint ein Komiker zu sein. Hallo. Haben wir nicht vor einer Stunde miteinander telefoniert? Ich wollte Mr. Adamsson sprechen. Er steht hinter Ihnen. Mit wem habe ich die Ehre, Mr.? Tempel. Paul Tempel. Karl Adamsson. Freut mich. Meine Frau Steve. Willkommen, schöne Frau. Hoffentlich nehmen Sie es nicht übel, dass wir so in Ihre Party hineinplatzen. Oh, ich bin entzückt, verehrteste. Von Ihrem Charme. Was führt Sie hierher? Es handelt sich um einen Ihrer Klienten. Moment mal. Englischer Kriminalschriftsteller und Detektiv. Aber hier inkognito. Ich vergesse nie einen Namen oder ein Gesicht. Vor ein paar Tagen stand ein großer Artikel über Sie in der Zeitung. Habe ich recht? Stimmt, dabei bin ich nur in Begleitung meiner Frau in Stockholm. Kann ich Sie einen Moment unter vier Augen sprechen? Ja, bitte. Und Ihre Gattin? Ach, Gunnar. Mr. Green, Mrs. Temple. Guten Tag. Freut mich. Gunnar, du versorgst Mrs. Temple mit Krebsen und Schnaps. Einverstanden, Mrs. Temple? Sehr. Bis dann. Darf ich bitten? Pass bei den Männchen auf, die sind gefährlich. Ich meine die Krebse. Ah. Also, was kann ich für Sie tun? Donnerwetter, da haben Sie auch ein paar schnelle Mädchen hier, lauter nordische Schönheit. Ja, greifen Sie zu. Nicht, was Sie denken. Ich wollte nur ein paar Informationen von Ihnen. Ja, und? Über einen Mann namens Larsson. Sie vertreten ihn doch, oder? Ja. Schnaps? Wird höchste Zeit. Er wurde gegen eine hohe Kaution auf freien Fuß gesetzt. Besser als im Knast zu sitzen. Ja. Er hatte ein Riesenglück. Das ist natürlich Glück, wenn man einen Haufen Geld hat. Allerdings. Skål. Skål. Sagen Sie mal, wie wird so eine Kaution bezahlt? Per Banküberweisung. Nein, danke. Wenn nun ein Freund die Kaution für ihn bezahlt hat, dann musste der das Geld von seinem Bankkonto überweisen? Nehme ich an, ja. Es sei denn, er wurde bar bezahlt. Ist ja auch möglich. Ja, sicher ist das möglich. In dem Fall könnte man annehmen, der Freund legt Wert darauf, anonym zu bleiben. Aus Schüchternheit. Oder weil er sich schuldig fühlt. Wieso? Wer weiß, in was Larsson da verwickelt war. Wissen Sie es? Nein, ich habe keine Ahnung. Das wär's. Haben Sie vor, diesen Stoff in einem Ihrer nächsten Krimis zu verbraten, Mr. Temple? Sehen. Ja, das wird doch Knüller. Vielleicht. Wussten Sie, dass Ingmar Hansens Yacht gestern Nacht gestohlen wurde und ein gewisser Gus Coolidge ermordet worden ist? Ich vermute, dass Ihr Klient, dieser Larsson, dahinter steckt. Und dass ein reicher Freund über dieses Verbrechen informiert war. Und Sie glauben, ich weiß, wer der Wohltäter von Larsson ist? Warum nicht? Sie sind doch immerhin sein Anwalt. Verlangen Sie von mir, dass ich über eine streng vertrauliche Angelegenheit spreche?
Berufsgeheimnis. Auch wenn es sich um einen Mord handelt? Das ist doch Sache der Polizei. Was interessiert Sie das? Ja, wissen Sie, das ist bei mir so eine Art Freizeitgestaltung. Da kann ich Ihnen noch was Besseres empfehlen. Zum Beispiel Kreuzworträtsel. Da brauchen Sie Ihr Gehirn nicht so zu strapazieren. Da genügt schon eine gewisse Halbbildung. Ah, Katharina. Meine Tochter, Mr. Temple. Blond, nordisch. Und obwohl ich Ihr Vater bin, darf ich mit Fug und Recht behaupten, sehr hübsch. Unterhalte dich ein bisschen mit Mr. Temple, mein Liebes. Er braucht ein wenig Ablenkung. Gute Unterhaltung. Paul und Stiefelchen stellen fest, dass die Schweden sehr trinkfest sind. So ein Zufall. Das ist schon gar kein Zufall mehr. Sie haben also irgendetwas mit der Geschichte zu tun. Sie doch auch. Ich bin mir nur noch nicht über Ihre Rolle im Klaren. Stehen Sie auf der Seite meines Vaters? Nein, auf der Seite der Wahrheit, Katharina. Lieben Sie schnelle Wagen? Gewinnen Sie immer? Nur bei diesem Spiel. Ist das Ihr Zimmer? Nicht mehr. Und diese Rennbahn da? Als ich 15 Jahre alt war, wollte ich Rennfahrerin werden. Ach so. Wissen Sie, ich wäre viel lieber ein Junge. Da ist manches einfacher. Das wäre aber sehr schade. Wieso einfacher? Es gibt Entscheidungen, bei denen es Männer leichter haben. Meinen Sie damit den Entschluss, Rennfahrer zu werden? Nein. Aha. Na, vielleicht kann ich Ihnen bei gewissen Entscheidungen helfen, wenn Sie sich mir anvertrauen. Vielleicht. Oder Ihrem Vater. Ich habe seit Jahren mit meinem Vater nicht mehr geredet. Seitdem meine Mutter ihn verlassen hat, wird er immer jünger und jünger. Er ist ein bedeutender Anwalt, aber geistig steht er auf der Stufe eines 12-Jährigen. War er gegen Ihren Freund Gus? Ja, er wird seinen Willen durchsetzen. Ich werde einen wohlhabenden jungen Mann heiraten, den er für mich ausgesucht hat. In einem sterilen Heim leben, sterile Kinder bekommen und später an Neurose leiden. Ich bin die Tochter meines Vaters. Ich finde, Kinder kann man den Eltern nicht früh genug wegnehmen. Trotzdem brauchen Sie jemanden, mit dem Sie reden können. Sie haben gesagt, Sie hätten Gas umgebracht. Ja, weil ich etwas rausbekommen habe. Etwas über die Atlanta? Mhm. Was denn? Dass sie fast 20 Millionen schwedische Kronen wert war. Das ist ein ganz hübsches Sümmchen. Das haben Sie Ihrem Freund Gas gesagt. Und dann? Ingmar Hansen, dem die Atlanta gehört, lernte er durch einen jungen Amerikaner kennen. Tag? Ja. War das, bevor die Polizei erfuhr, dass Rauschgift an Bord war, oder nachher? Nachher. Ach so. Gus gab vor, die Yacht zu reparieren, um sie in aller Ruhe zu durchsuchen. Und da hat er das goldene Ei gefunden. Mhm. Er ging nur nachts auf die Atlanta. Allein. Und, einmal kam er ganz aufgeregt zurück. Er sagte, er hätte was ganz Tolles gefunden. Aber er hat nicht gesagt, was? Nein. Merkwürdig. Die Polizei hat die Yacht von oben bis unten durchsucht und nur Rauschgift gefunden. Sicher hat das Larsen auf dem Weg von Amerika hierher auch getan. Was kann denn nun Gast noch gefunden haben? Was war noch an Bord? Wenn ich ihm nur nie etwas von der Atlanta gesagt hätte. Woher wussten Sie denn überhaupt von der Atlanta? Sie sind kein guter Beichtvater, Mr. Temple. Eher ein Spürhund. Von mir erfahren Sie nichts mehr. Warum nicht? Weil Sie trotz Ihrer Hippie-Welt die Tochter Ihres Vaters sind? Auch am nächsten Morgen ist das Rätsel noch nicht gelöst. Das ist sehr viel Geld, Mr. Temple. Und wenn so viel auf dem Spiel steht, traue ich keinem Menschen, nicht einmal mir. Sie halten wohl nichts von meinem kriminalistischen Talent. Aber ich finde, zwei Köpfe sind besser als einer. Ach, Sie glauben, meine allein reicht nicht. Vielen Dank, Mr. Temple, aber das ist eine Angelegenheit der Polizei. Unsere Methoden sind vielleicht nicht so spektakulär wie die Ihren, aber auch erfolgreich. Zweifelsohne. Es sei denn, Sie verfügen über wichtige Informationen, die helfen, den Fall aufzuklären. Ja, ich habe noch was im Ärmel. Aha. Wissen Sie überhaupt, was sich an Bord der Atlanta befindet? Ich weiß nur eins, dass das Schiff mit seiner Ladung über 20 Millionen Kronen wert ist. Sind Sie sicher, dass die Ladung noch dort ist? Nein. Und Sie brauchen keine Hilfe? Ich will ganz offen reden, Mr. Temple. Ich warte nur darauf, bis die Fliegen auf dem Fliegenfänger zappeln. Fliegenfänger? Ach so, Sie meinen die Atlanta. Haben Sie sie gefunden? Ja, in einer kleinen Bucht, gar nicht weit weg. Jetzt sitzen Sie gemütlich hier und warten ab. Ja, genau. Bis Sie zappeln. Lustig. Sie mögen es für spektakulär halten, aber während Sie Ihren Fliegenfänger aufgehängt haben, habe ich mein Köpfchen angestrengt und
ein bisschen über Drahtzangen nachgedacht. Drahtzangen? Die haben nämlich ihre Leute bei der Leiche von Gas gefunden. Sie glauben doch nicht, dass... Nein. Nein? Ihre Fantasie geht wieder mit Ihnen durch. Die Drahtzange benutzt er zum Drahtschneiden. Nein. Die Schiffsschraube hat er ja schon vor Wochen repariert. Ah. Ja, darüber könnten Sie mal nachdenken, während Sie hier sitzen und auf die Fliegen warten. Gut Leim. Wie? Ach so. Warum sind deine jungen Freunde nicht zum Frühstück hier geblieben? Katharina, die Sache mit Gas tut mir leid. Tu doch nicht so, als ob du das erst von diesem Tempel wüsstest. Was wollte er eigentlich auf der Atlanta? Ich habe ein Gespräch von dir und Larson belauscht und davon habe ich ihm erzählt. Wer hat Gas getötet? Du hast doch da deine Finger im Spiel und Larson auch. Ich habe geschäftliche Beziehungen mit Larson. Geschäftliche Beziehungen? Ich kann mir schon vorstellen, wie die aussehen. Ich habe davon gehört, das weiß doch jeder. Adamson, der berühmte Strafverteidiger, hat geschäftliche Beziehungen zu seinen Klienten. Deswegen leben wir hier wie die Made im Speck. Erst holst du deine Ganoven aus dem Knast heraus und dann ziehst du ihnen das Fell über die Ohren. Du mit deiner bürgerlichen Moral, die du immer Gast gepredigt hast. Wie redest du eigentlich mit mir? Ich habe nicht die Gastfreundschaft eines Landes missbraucht. Ach, ist das vielleicht ein Grund, ihn umzubringen? Es war deine Idee. Du hast ihn auf dem Gewissen. Gib's doch zu. Glaubst du das wirklich von deinem Vater? Lass mich jetzt allein gehen schwimmen. Nachdem die junge Frau gegangen ist, greift er zum Telefonhörer. Ich möchte Larson sprechen. Dringend. Hier, Adamson. Vorher unterhalten wir uns erstmal. Legen Sie den Hörer auf. Herr Rechtsanwalt, Sie haben mir mein Boot gestohlen. Sie wissen ja, wer ich bin. Was wollen Sie? Sie sieht gut aus im Badeanzug. Ich möchte wissen, was Sie wollen. Was mir gehört. Mein Boot. Sie wissen doch, wo es ist. Machen Sie keine Spirenzchen, Herr Rechtsanwalt. Wo ist es? Im Yachthafen. Auf der Helling. Gut. Sie kommen mit. Stiefelchen. Wo hast du dich denn wieder rumgetrieben? Überall. Ich bin zu Ihnen gekommen, weil ich nicht weiß, was ich tun soll. Wo ist er hingegangen, Mrs. Temple? Ja, und wann genau? Ach, der Idiot! Das junge Mädchen macht sich große Sorgen um ihren Vater und hat sich an Paul gewendet. Keine Angst, wir finden ihren Vater schon. Zusammen mit der Polizei finden sie Hansen im großen Hafenbecken. Halten Sie dich da raus, die Polizei ist schon auf dem Weg hierher. Peck, komm her, der blufft nur. Das stimmt schon, Hansen. Wir sind hier. Hören Sie doch, Tech! Es ist zwecklos! Geben Sie auf, Hansen! Die Yacht ist umstellt. Auf die andere Seite. Tech, stellen Sie die Winde ab! Sie sollen die Winde abstellen, es hat keinen Sinn! Tempel, bleiben Sie stehen! Er kann nicht entkommen, warten Sie ab! Hast du es gehört, Ingmar? Ich bin ja nicht taub. Was soll ich tun? Aufgeben? Ich denke gar nicht daran, ich habe genug Blut geschwitzt, wegen dem, was ich auf der Atlanta versteckt habe. Ich habe eine Chance, ich riskier's. Jetzt, los, ihr könnt angreifen. Die Polizei zielt auf den Motor des Bootes. Ein Querschläger trifft Hansen. Was ist jetzt mit deiner Chance, Ingmar? Es ist aus, Paul. Und dabei stehe ich auf einem Vermögen. Ein Glück, dass keiner weiß, wo es versteckt ist, außer mir. Ich weiß es, Ingmar. Genau wie Gus Coolidge. Ich hab's durch Zufall entdeckt. Die meisten Schiffe werden mit Kupferfarbe bestrichen, wegen der Algen. Und nun passen Sie auf. Hier drunter ist Platin. Und Gus Coolidge muss das entdeckt haben, als er die Schraube repariert hat. Es soll einen Wert von 2 Millionen Pfund haben. Und am Heck hat er ein ziemliches Stück rausgebrochen. Das war gar nicht so schwer. Ja, mit der Drahtzange. Genau. Ja, es würde mich nur mal interessieren, was er mit dem Platin gemacht hat. Wissen Sie, das habe ich mich auch schon gefragt. Vielleicht liegt es irgendwo in den Scheren begraben. In einem Sarg. Ist das nun ein Erfolg Ihrer spektakulären Kombinationsgabe oder war es Hellseherei? Ein bisschen von beidem. Vielen Dank. Wie geht es ihm? Ganz gut. Er sagt, er will sich vor Gericht selbst verteidigen. Aber er wird seinem Klienten raten, sich schuldig zu bekennen. Zur Abwechslung. Damit wäre auch dieses Kopfkino zu Ende. Paul und Stiefelchen reisen zurück nach London. Dort wartet schon ein neuer Fall. Und wir sagen danke für dein Like.
dein Dankeschön an uns. Bis demnächst hier auf Hör mal zu, dem Kanal für echte Hörspiel- und Retro-Freunde. Die Abenteuer von Paul und Stiefelchen in Stereo. Gute Unterhaltung und danke für dein Like. Griechisches Roulette mit Gerd Günther Hoffmann, Lothar Ziebel, Hans-Maria Meinhardt und Edeltraud Elsner. Griechische Sonne, griechischer Wein, zwei Liebende, Paul und Stiefelchen zusammen im Urlaub. Dieses Mal in Griechenland, doch wie immer wartet an irgendeiner Ecke das Verbrechen. Es ist nicht gerade das Hilton. Wir sind in Griechenland, Stiefelchen. Mitten in den Pindosbergen. Komm. Guten Tag. Womit kann ich Ihnen dienen? Wir haben eine Panne. Unser Auto steht auf der Alisa-Straße. Man hat uns gesagt, es gäbe hier in Kalimiros einen Mechaniker. Andreas Konvak ist ein Genie auf jedem Gebiet. Hauptsache, er hilft uns. Morgens ist er ein Genie. Abends sieht er alles doppelt. Ach so. Katina! Wir haben ein Fremdenzimmer. Sie können bei uns übernachten. Bitte bring Wein und Brot für die Herrschaften. Abendessen gibt es später. So ganz schmeckt den beiden weder der Wirt noch das Hotel. Es ist alles etwas schäbig heruntergekommen und wirkt nicht gerade einladend. Vielen Dank, sehr liebenswürdig. Darf ich Ihnen Kyrie Hardcastle vorstellen? Ein guter Bekannter von mir. Joe Hardcastle, Huddersfield. Sind Sie Engländer? Bin ich. Wird doch Zeit, dass man in dieser gottverlassenen Gegend endlich einen zivilisierten Menschen zu sehen bekommt. Vielleicht können wir zusammen zu Abend essen. Gute Idee, aber ich möchte vorher noch etwas klären. Kann ich Sie einen Moment sprechen, Mister? Entschuldigen Sie bitte. Moment, bitte. Man mag hier im Dorf keine Fremden. Wir haben sich wohl noch nicht an Sie gewöhnt, was? Sind Sie auf der Durchreise? Ja. Vor 25 Jahren ist mein Sohn hier in der Gegend gestorben, während des griechischen Widerstandes. Als ich vor einiger Zeit pensioniert wurde, habe ich mir gedacht, ich fahre mal hierher, um rauszukriegen, wie das passiert ist. Aber kein Mensch hier will darüber sprechen. Vielleicht die Götter der Antike. Ja. Es gibt doch da was, womit man jemanden zum Reden bringt. Sie meinen Geld. Das habe ich versucht. Und es beginnt auch schon zu wirken. Heute Abend treffe ich einen von hier. Außerhalb des Dorfes. Bitte heben Sie das auf, bis ich zurückkomme. Der nächste Morgen. Sonnig, wolkenlos, 25 Grad. Kommen Sie. Ich zeige Ihnen, was kaputt ist. Andreas hat das schnell erledigt. Kann er es auch? Er muss. Ein Fremder im Dorf ist genug. Ich brauche einen Ersatzteil. Ja.
Schaffen Sie das? Na klar, mit Eisen kann Andreas umgehen. Bin ich ja beruhigt. Wir waren doch damals alle hier im Dorf beim Widerstand. Ja, gegen die Deutschen. Und Andreas hat uns Messer und Stilette gemacht. Wunderschöne Stilette. Wie das hier? Morgen, Kyrie Tempel. Gut geschlafen? Ja, wie ein Stein. Haben Sie Mr. Hardcastle schon gesehen? Nein, er ist gestern Abend nicht zurückgekommen. Er wurde zuletzt auf dem Weg nach Anokalita gesehen. Das nächste Dorf. Er hat vielleicht dort übernachtet. Hat er Ihnen etwas gesagt? Nur, dass er jemanden treffen will. Hat er auch gesagt, wen? Nein, nein. Man kann sich leicht in den Bergen verirren. Es gibt eine Menge Ziegenpfade. Im Mondschein sehen sie alle gleich aus. Sie meinen, er ist vielleicht verunglückt? Ja, es gibt dort steile Abhänge, wissen Sie. Aber man muss ja nicht gleich das Schlimmste denken. Es wird schon nichts passiert sein. Wollen Sie nicht jemanden losschicken, der nach ihm sucht? Stiefelchen. Ich habe noch einen Kaffee bestellt. Kluges Kind. Na, was ist? Bekommt er ihn wieder flott? Wer, Andreas? Die hat mir gesagt, er kann alles reparieren, wenn er will. Was machst du denn für ein Gesicht? Ist komisch, dieser Mr. Hardcastle ist gestern Abend nicht zurückgekommen. So? Aristoteles glaubt, er hätte vielleicht im nächsten Dorf übernachtet. Ach, du witterst schon wieder was. Ich bitte dich, lass uns weiterfahren. Kalimeros wird mir unheimlich. So was Ähnliches hat Hardcastle auch gesagt. Was macht er eigentlich hier? Der ist doch bestimmt kein Tourist, oder? Nein, sein Sohn war während des Widerstandes hier. Vielleicht als britischer Verbindungsoffizier. Die sind damals mit Fallschirmen abgesprungen, um den Partisanen zu helfen. Sie haben auch Waffen gebracht. Der Sohn ist hier gestorben. Wie ist das passiert? Das will Hardcastle herausbekommen. Ihr Kaffee. Ja, danke. Ich bin Vasilis Paradaisianos, der Sohn von Kyrie Aristoteles. Freut mich. Sie waren gestern Abend wohl gar nicht hier, was? Nein. Bleiben Sie länger in Kalimeros oder sind Sie nur auf der Durchreise? Wir wollen heute noch weiter. Bei uns gibt's ja auch nichts Interessantes zu sehen. Wer weiß. Bei uns sicher nicht. Hier sind Sie am Ende der Welt. Nichts. Nichts passiert hier. Tja, aber das war doch wohl nicht immer so. Früher ist doch wohl einiges in Kalimeros passiert. Wann denn? Während des Krieges. Ja, richtig, stimmt. Da war hier einiges los. Ja, haben Sie den Sohn von Kyrie Hardcastle gekannt? Ja, ich glaube. Ich kann mich an ihn erinnern. Kyrie Janis nannten wir ihn damals. Wie ist er gestorben? Ich weiß nicht, das ist alles schon ziemlich lange her. Ich bin damals noch ein Kind gewesen. Entschuldigen Sie mich bitte. Danke. Katina, wie lange sind Sie schon in Kalimeros? Mein ganzes Leben. Gefällt's Ihnen hier? Es gibt trostlosere Orte als den hier. Ja? Ich kenne keinen. Das Nest hier ist doch das Letzte. Hier gibt's nur alte Männer, die ewig damit prahlen, was für Helden sie im Krieg waren. Bis ich 10 Jahre alt war, lebte ich mit meiner Mutter in einem Schafstall am Ende des Dorfes. Im Winter hat uns ein armseliges Wellblechdach vorm Regen geschützt. Niemand im Dorf wollte mit uns sprechen. Warum nicht? Als meine Mutter starb, hat sich Kyrie Aristoteles meiner angenommen und mir Arbeit gegeben. Seitdem wohne ich hier. Warum wollte niemand mit Ihnen sprechen, Katina? Es sind Barbaren, Kyrie. Das werden Sie auch noch merken, wenn Sie nicht bald verschwinden. Orestes! Pavlos! Andreas! Kommt her! Kommt schnell her! Er ist tot. Sifi fand ihn in der Schlucht. Bringt ihn in die Kirche. Geht weg, macht Platz. Los, hilf mir mal. Was ist denn da drüben los? Ich glaube, Sie haben Hardcastle gefunden. Ach was. Doch. Sie haben ihn getötet. Das verstehe ich nicht. Warum denn, Katina? Weil Sie seine ewigen Fragen satt hatten. Ach was, man bringt doch niemanden um, nur weil er Fragen stellt. Mein Vater wurde von Ihnen zu Tode gesteinigt. Genau an der Stelle, wo Sie jetzt stehen. Er hat auch zu viel gefragt. Hardcastle? Ja. Ein Schafhirt hat ihn in einer Schlucht in der Nähe des Dorfes gefunden. Sie meinen das Dorf, wo er hin wollte? Ja, aber er wollte einen kürzeren Weg nehmen. Am Grat des Berges entlang. Rechts und links sind steile Abgründe. Das Mondlicht kann trügen. Er ist in eine tiefe Schlucht gestürzt. Und was jetzt? Wir werden die Behörden in Alisa benachrichtigen. Und dann kommt die Polizei und holt ihn ab. Sie wussten, weshalb er hierher kam? Er wollte wissen, wie sein Sohn ums Leben gekommen ist. Hat er es rausbekommen? Ich habe ihm gesagt, was wir wussten. Aber er gab sich nicht damit zufrieden, oder? Er verstand sehr wenig Griechisch. Er war ein alter Mann mit merkwürdigen Ideen. Andreas wird Ihren Wagen reparieren. Es dauert nur noch etwas. Ich habe mit ihm gesprochen. Sehr liebenswürdig. War das ein Unfall?
Aristoteles glaubt es jedenfalls. Es würde mich nur interessieren, ob er was rausgefunden hat. Hardcastle, meine ich. Er sprach kaum Griechisch und trotzdem hat er nicht aufgegeben. Was ist das? Es hat Hardcastle mir gegeben. Gestern, bevor er wegging? Ja. Was ist das für ein Büchlein? Ein Taschenkalender. Es stehen Zahlen und Notizen drin. Und ein paar griechische Worte. Wenn nun sein Sohn, wie hieß er eigentlich? Janice. Wenn er mit den griechischen Widerstandskämpfern zusammengearbeitet hat und hier starb, warum wollen Sie denn dann nicht über ihn sprechen? Es sei denn... Ja, was? Es sei denn, er hätte Ihnen etwas Furchtbares angetan. Ja, oder Sie ihm, das wäre doch auch möglich. Es war ein Unfall, Sifi, glaub mir. Nur brauchst dir deswegen keine Sorgen zu machen. Die Polizei aus Alisa wird kommen und du wirst ihnen erzählen, wie es passiert ist. Und damit ist der Fall erledigt. Danke, Vater. Und jetzt geh in Frieden. Die sengende Hitze Griechenlands breitet sich am Nachmittag über das ganze Land aus. Paul und Stiefelchen dösen einige Zeit in ihrem Hotelzimmer. Dann machen sie sich wieder auf den Weg in die Hotellobby. Sie haben kein Recht, hier zu sein. Naja, das weiß ich. Gehen Sie, aber schnell. Wie Sie meinen. Ich habe gesehen, was ich wollte. Sie sind wohl verrückt. Aus purer Neugier, sich hier hereinzuschleichen. Hat Sie jemand reinkommen sehen? Nein. Das war Ihr Glück. Sie kennen meine Landsleute nicht. In so entlegenen Dörfern sind die Menschen sehr einfach. Gottesfürchtig, aber auch zu allem fähig. Wenn sich einer in ihre Angelegenheiten mischt. Sie könnten mich vielleicht auch zu Tode steinigen. Es ist besser, Sie verschwinden jetzt. Wenig später an der Bar. Na, wie sieht's aus, Andreas? Naja, ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Aber es braucht Zeit. Und Sie möchten schnell weg, nicht? Oh, ich persönlich will das nicht, aber im Dorf gibt es ein paar, die das kaum erwarten können. Sie sind ein kluger Mann, Kyrios, das habe ich gleich gesehen. Das wird sich noch herausstellen. Und ein weiser Mann. Kyrie Tempel! Entschuldigen Sie vielmals. Tut mir leid, dass ich vorhin so unhöflich war. Ach was, ist doch gar nicht so wichtig. Das habe ich längst vergessen. Na gut. Je älter ich werde, umso weniger kann ich dieses Klima hier ertragen. Die Hitze macht mich völlig fertig. Ich bin immer so nervös und leicht gereizt. Bitte setzen wir uns doch einen Moment. Tja, gut. Was wissen Sie über Kyria Hardcastle? Nicht viel. Nur, dass sein Sohn in der Widerstandsbewegung war. In Kalimeros war jedermann beim Widerstand. Und noch heute sind sie auf ihre Toten stolz. Was haben sie denn getan? Ihre Haupttätigkeit war an der Küste in der Nähe von Alisa, wo damals alliierte Truppen aus Ägypten gelandet sind. Sie waren eingesetzt als Funker, Automechaniker und für andere Spezialarbeiten. Es war natürlich nicht ungefährlich. Stellen Sie sich vor, die alliierten Soldaten mussten oft durch die feindlichen Linien geschleust werden. Aristoteles war der Partisanenführer. Ah, ja. Es hat manchen Engländer gegeben, der ihm sein Leben zu verdanken hatte. Ausgenommen Kyrie Janice. Lassen Sie Kyrie Janice in Frieden ruhen. Zu Ihrer eigenen Sicherheit. Und sein Vater? Das ist alles sehr traurig, aber alte Menschen sollten nachts nicht in den Bergen rumklettern. Für diesen Unfall kann niemand etwas. Wirklich nicht? Außer er selbst. Er ist doch umgebracht worden. Er wurde in den Hals gestochen. Vielleicht mit einem Stilett. Die Wunde war sehr klein. Das konnte man glatt übersehen, nachdem er in die Schlucht gefallen war. Aber Sie haben es bemerkt. Ja, allerdings. Sie scheinen Erfahrung in solchen Dingen zu haben. Sie meinen, ob ich von der Polizei bin? Das nicht, aber der Fall interessiert mich. Warum? Ich habe Hardcastle nur kurz gekannt, aber wissen Sie, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er nachts in den Bergen allein spazieren geht. Warten Sie ab, bis die Polizei aus Alisa kommt, dann wird sich vielleicht alles aufklären. Ja, vielleicht. Und befolgen Sie meinen Rat, halten Sie sich aus allem heraus. Das kann ich Ihnen nicht versprechen. Dann erzählen Sie wenigstens keinem hier, was Sie mir eben erzählt haben. Ich möchte nicht, dass Sie Schwierigkeiten kriegen. Denken Sie doch auch mal an Ihre Frau. Ich werde es überschlafen. Gut. Ich hoffe in Ihrem Interesse, dass Andreas Ihren Wagen bis dahin in Ordnung gebracht hat. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Aber bitte, wollen Sie mitspielen? Nein, danke. Ich schaue ein bisschen zu. Wie kam Janice damals ums Leben? Er wurde erschossen.
Im Kampf? Auf der Flucht. Er hat viel vom Brückenbau verstanden. Ja, er ist bei den Pionieren gewesen. Er war Meister seines Fachs. Und zwar nicht nur im Brückenbauen, sondern auch im Brückensprengen. Und das ist damals bei uns seine Hauptaufgabe gewesen. Die Brücke konnte noch so groß sein. Er hat sie immer erledigt. Die war kaputt. Eine Widerstandsgruppe aus Karditsa hat ihm geholfen, die Brücke über den Mavropotamos zu sprengen. Es war die wichtigste deutsche Verbindung vom Norden nach Athen. Die Deutschen waren wie verrückt nach ihm. Sie haben alles versucht, Janis zu schnappen, aber er ist ihnen immer wieder durch die Lappen gegangen, trotz der vielen Kontrollen. Sie haben einen Preis auf seinen Kopf ausgesetzt. Von der Summe hätte man bequem ein paar Jährchen leben können. George, du redest zu viel. Wir alle reden zu viel. Er musste also verschwinden und ihr solltet ihm dabei helfen. Ja, richtig, es hätte ja auch außer uns niemand gekonnt. Wir kannten doch in den Bergen jeden Weg und Steg, jede Schlucht. Was wollte denn da schief gehen? Und warum ging es dann doch schief? Irgendwie hat man herausbekommen, dass Jenny sich bei uns aufgehalten hat. Dann haben sie ihn abgepasst. Also hat ihn jemand verraten? Hören wir doch endlich auf von der Geschichte. Warum soll man nicht darüber sprechen? Ihr habt ihm doch geholfen. Oder war einer von euch vielleicht... So was hätte nie passieren dürfen. Was meinen Sie damit? Schluss jetzt! Wenn Sie noch mehr wissen wollen, fragen Sie Aristoteles. Was mache ich? Wie gefällt Ihnen mein Sarg, Kyrie-Tempel? Ausgezeichnet, aber noch ein bisschen zu früh, oder? Schon lange her, dass ich ihn gezimmert habe. Es war im Krieg. Ich dachte damals, ich könnte ihn jeden Moment gebrauchen. Er hat geduldig auf mich gewartet die ganzen Jahre, aber einmal wird es ja dann soweit sein. Sie haben ihn wirklich selbst gemacht? Ja, die Paradisianos sind seit Generationen Zimmerleute und Schreiner. Wir sind immer sehr sparsam gewesen, haben uns Land gekauft. Wir wollten es zu was bringen. Jetzt führe ich noch die Gastwirtschaft. Mhm. Wollten Sie etwas? Wurde Janice verraten? Ja. Ich weiß, es geht mich nichts an. Warum fragen Sie dann? Weil mir Kyrie Hardcastle leid tut. Mitleid ist kein gutes Gefühl, man kann dabei selbst zu Schaden kommen. Darüber lässt sich streiten. Es war ein hoher Preis auf Jennys Kopf ausgesetzt. Wurde er deswegen verraten? Ja, möglich, aber wir haben es nie rausbekommen. Ihr habt Jennys getroffen? Natürlich, aber nicht, um das Kopfgeld zu kassieren. Warum wurde euer Dorf eigentlich nicht niedergebrannt? Das war doch so üblich, um die anderen abzuschrecken. Ich war mit vielen Deutschen befreundet, die uns geholfen haben. Sie waren sehr anständig. Es gibt genauso viele gute Deutsche, wie es gute Griechen gibt oder Engländer. Zudem waren es gute Soldaten. Sie haben ihre Pflicht erfüllt, wie die anderen auch. Sie haben gesagt, Sie waren mit ihnen befreundet. Ich habe von Zeit zu Zeit versucht, ihnen das Leben ein bisschen angenehm zu machen. Sie bekamen von mir Wein und was zu essen. Ich war höflich und nett zu ihnen und sie haben sich bei mir wie zu Hause gefühlt. Wenn man in einem fremden Land ist, schätzt man sowas besonders hoch ein. Viele von ihnen sind heute noch meine Freunde. Und Sie trauten Ihrer Freundschaft? Allen habe ich nicht getraut, aber sie haben Kalimeros nicht niedergebrannt. Und davon wäre ich am meisten betroffen gewesen. Wollen Sie noch etwas wissen? Haben Sie herausgefunden, wer Janice verraten hat? Oh ja. Wer? Das spielt doch keine Rolle. Er hat seinen Preis gezahlt. Wie? Er wurde zu Tode gesteinigt. In der Hotellobby trifft Paul auf ein sympathisches, junges Schweizer Ehepaar aus Zürich, Steffi und Andy. Er unterhält sich kurz mit ihnen und trinkt einen Pink Gin. Danach geht er aufs Zimmer zu Stiefelchen. Stiefelchen, gibst du mir Hardcastles Taschenkalender? Was ist denn? Ich habe da eben ein griechisches Wort aufgeschnappt, rein phonetisch. Moment, hier stehen ein paar Worte. Das ist sehr interessant. Das sind alles Tiere. Stier? Fuchs? Wolf? Wieso hat er sich das alles aufgeschrieben? Codenamen. Du bist Gold wert. Und was ihn besonders interessiert, hat er unterstrichen. Katzika, die Ziege. Kyrios. Ja? Er springt immer noch nicht an. Was? Das verstehe ich aber nicht. Haben Sie sich mit dem Wagen nicht verkauft? Im Allgemeinen sind die Leute mit der Marke recht zufrieden. Starten Sie mal. Halt, stopp. So. Nochmal? Andreas, als Sie während des Krieges im Widerstand waren, gab es da bei euch Codenamen? Codenamen? Ja, zum Beispiel für den Funkverkehr. Ah ja, richtig. Die haben wir von den Engländern bekommen. Allerdings nur die Führer des Widerstands.
Wir mussten ja mit den Engländern über Funk sprechen können, ohne uns zu verraten. Erinnern Sie sich an die Codenamen? Was denken Sie, das ist über 25 Jahre her. Was für einen Codenamen hatten Sie denn? Ich? Das weiß ich natürlich noch. Ich war Tavros, der Stier. Und Aristoteles? Der Wolf. Wer war Aleppo? Wer war denn jetzt gleich Aleppo, der Fuchs? Pavlos. Ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Und Stati war der Hund. Alles gut, nicht? Und George Papadakis war der Skorpion. So, jetzt versuche ich es nochmal. Und wer war Katzika die Ziege? Es gab keine Katzika. Es muss aber eine gegeben haben. Es gab aber keine Katzika. Wir waren damals nur sechs. Na gut. Tja, dann. Versuchen Sie es nochmal. Wir wollen ja hier nicht überwintern. Ja. Na? Andreas sagt, es gab keine Ziege. Aber es muss doch eine gegeben haben, sonst hätte er sie ja nicht aufgeschrieben und sogar noch unterstrichen. Ja, du hast recht, aber was soll ich machen? Was ist mit Ihrem Wagen, Kyrios? Hat er ihn repariert? Nein, bis jetzt noch nicht. Ich habe das Gefühl, wir kommen vorläufig hier nicht weg. Das ist Pech. Tja. Sie sind ein gern gesehener Gast bei uns. Das weiß ich, Vasilis. Die griechische Gastfreundschaft ist überall bekannt. Andreas tut mir langsam leid. Er muss doch allmählich an sich selbst zweifeln. Du hast doch sicher schon mal was von einer Sisyphus-Arbeit gehört, ne? Das ist sowas Ähnliches. Ich habe hier ein wichtiges Ersatzteil. Ohne das läuft der Schlitten nie. Ah. Eine weitere tropische Nacht liegt vor Steve und Paul. Beide können nicht schlafen und wälzen sich verschwitzt in ihrem Bett. Was hast du gerade gedacht? Ich habe so vor mich her gesponnen. Rede hier nicht um den Brei herum. Du denkst jetzt an die Flöte da draußen. Das ist doch reiner Zufall. Da bringt irgendeiner seiner Freundin ein Ständchen. Nein, ich habe an was anderes gedacht. An was? Wenn es wirklich wahr ist, dass Janice für Geld verraten wurde, dann haben die anderen doch schon jeden Stein umgedreht. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich mache jede Wette, dass das Geld noch immer irgendwo liegt. Es sind 25 Jahre seit dem Krieg vergangen. Ja, aber nach Ende des Krieges hat es ja keinem mehr genützt. Der Verräter ist ja nicht in Gold bezahlt worden, sondern mit Papiergeld. Besatzungswährung, verstehst du? Wenn das Geld keinen Wert mehr gehabt hätte, hätte er es doch verbrannt. Stiefelchen, hast du jemals versucht, Geld zu verbrennen? Das ist nämlich gar nicht so einfach. Dazu gehört sehr viel Willenskraft. Na gut. Du glaubst also, das Geld liegt noch irgendwo versteckt und du willst rauskriegen, wo, stimmt's? Ich will es zumindest versuchen. Ich vermute, es gibt hier im Ort eine Stelle, wo sie noch nicht gesucht haben. Und die werde ich mir mal ansehen. Leider wird Pauls Vorhaben von jemand beobachtet und so bekommt er einen Handkantenschlag ins Genick und sieht die Sterne funkeln. Stiefelchen findet ihn im dritten Stock des Hotels. Es war also nichts Auffälliges an ihm. Und du weißt doch nicht, wer es war. Nein. Aber eines weißt du jetzt, dass jemand nicht möchte, dass du hier rumschnüffelst. Ja, das weiß ich. Ich habe auch was für dich. Ich möchte, dass du dir ein hübsches Sommerkleidchen kaufst. Du wirst nur Schwierigkeiten beim Wechseln haben. Du hast es gefunden. Aber nicht nur den einen Schein, es gibt noch viel mehr. Und wo? Da kommst du nie drauf. Mach es doch nicht so furchtbar spannend. Wo? In Aristoteles selbstgezimmertem Sarg. Das habe ich erwartet. Was? Das Geld ist weg. Der Betreffende hat gewusst, dass ich ihm auf den Fersen bin. Aber gestern Abend war es noch drin. Ja, dieselben Scheine wie der hier. Tja, wenn wir das gewusst hätten. Das hätten wir brauchen können. Wir sind doch damals bettelarm gewesen. Haben Sie nie daran gedacht, mal hier zu suchen? Nein. Im Allgemeinen nimmt man doch an, dass ein Sarg leer sein müsste, bevor er besetzt wird. Ja. Ich verstehe nicht, warum mir Marco Pistoli nie etwas von dem Geld gesagt hat. Katinas Vater? Ja, damit hätte er zwar nicht sein Leben retten können, aber er wäre vielleicht nicht auf so grausame Weise umgekommen. Er wäre nicht, Es gab sicher einen Grund, warum er es ihnen nicht gesagt hat. Welchen? Er wusste nichts von dem Geld. Er wusste nichts? Er hat doch Janice verraten und das Geld genommen. Warum wollte niemand mit Hardcastle reden? Warum wollte ihm niemand sagen, was passiert war? Kyrie Janice war ein Freund von uns. Er war nicht so wie die meisten Engländer. Er war sehr lustig, hat getanzt und gesungen. Er liebte alle Dinge, die ein Grieche auch liebt. Er hat ein Jahr lang hier gekämpft. Er wurde zu einer Legende, zu einem Helden. Er gab uns Hoffnung, als es nichts mehr gab.
Nur Kälte, Hunger und Gefahr. Und Sie fragen, warum wir seinem Vater nicht gesagt haben, dass sein Sohn für Geld verraten wurde. Von einem von uns, für die er gekämpft hat. Wir waren eine verschworene Gemeinschaft, die durch nichts zu erschüttern war. Aber einer von uns hat versagt. Wir haben ihn zu Tode gesteinigt. Aber das war der Falsche. Kyrie Aristoteles hat mich rufen lassen. Was ist passiert? Nichts, noch nichts. Sind Sie da drin? Ja. Sie sind gar nicht bei Ihrem Mann, Kyria. Nein, wenn er etwas besonders Verrücktes vorhat, ist es besser, wenn ich ihn allein lasse. Ich halte ihn dann auch nicht zurück und widerspreche ihm nicht. Hat er denn wieder mal was Verrücktes vor, Kyria? Ich bin auf alles gefasst. Er schreckt vor nichts zurück. Sie Ärmste, ich wäre so froh, wenn Andreas endlich Ihren Wagen repariert hätte. Willkommen, Vater. Setzen Sie sich. Katina, gib Vater Niklas Kaffee und geh dann. Sie sind auch einer von denen, deshalb habe ich Sie hergerufen. Ich verstehe nicht. Sie sind auch einer von denen, die Kyrie-Tempel verdächtigt. Einer von uns muss Janice verraten haben. Es war Marco Pistoli, das wissen wir doch alle. Marco Pistoli wurde zu Unrecht verdächtigt. Der Mann, der Janice verraten hat, sitzt hier unter uns in diesem Raum. Wieso einer von uns? Es gab noch andere im Widerstand. Viele von ihnen sind tot. Vielleicht war es einer von ihnen. Von den Toten kann es keiner gewesen sein, Vater. Das wissen Sie genau. Es gab noch andere. Nein. Nur 6 von uns haben gewusst, dass Janice durch Kalimeros kam. Es sind aber 7 hier. Mein Sohn Vasilis war damals noch ein Kind und nicht beim Widerstand. Wir müssen den Verräter finden. Und zwar jetzt. Sonst gibt es nie Ruhe, weil einer den anderen verdächtigt. Es muss endlich mal geklärt werden. Es wäre auch fair gegenüber Marco. Ich glaube zwar kaum, dass es ihn noch stören wird. Wieso habt ihr eigentlich geglaubt, es wäre Marco? Weil er ein Fremder gewesen ist. Nur deswegen? Ja, er kam aus einem anderen Dorf. Das ist aber doch kein Grund, ihn zu verurteilen. Für die Menschen unseres Dorfes war es einer. Was weiß er schon über Janice? Er war nicht dabei, als man ihn verraten hat. Aber ich war hier, als sein Vater ermordet wurde. Ermordet? Er ist in die Schlucht gefallen. Er wurde mit einem Stilett wie dem Ihren in den Hals gestochen. Sie lügen! Ich habe nicht gesagt, es war Ihres. Hey, warum soll er Hardcastle ermordet haben? Warum? Weil er schon sehr nahe an der Wahrheit war. Wie nah? Das weiß ich nicht. Wenn ich das wüsste, gäbe es keine Probleme. Aber es gibt noch eins, nicht wahr? So, welches denn? Wen ihr als Nächsten steinigt. Der ist genauso wie Janice, eh? Das hoffe ich nicht. Janice ist gestorben. Wie ist das passiert? Er arbeitete in Thessaly. Da musste er schnell weg. Zu der Mavropotamos-Brücke. Wir waren die Einzigen, die den Weg wussten. Wir führten ihn erst über die Berge. In ein Versteck. Oberhalb von Kalimeros. Aber der Feind hatte erfahren, wo er ist. Die Deutschen waren meilenweit wie die Geier zwischen den Bergen und dem Meer ausgeschwirrt. Ja, aber wir haben versucht, ihn durchzuschleusen. Und wie? Es gab nur einen Fluchtweg von dem Versteck in den Bergen. Durch Kalimeros, zu einer Bucht bei Alisa, wo ein U-Boot auf ihn wartete. Es war ein Weg, von dem niemand was wusste. Das dachten wir zumindest. Wer von euch ist denn bei Janice gewesen? Alle in dem Zimmer. Außer Marco. Wir wissen aber, dass Marco nicht der Verräter war. Wir drehen uns immer wieder im Kreis. Einer von euch hat ihn verraten. Wollt ihr denn ewig mit dieser Belastung leben? Es gibt eine Möglichkeit herauszufinden, wer es war. Ich werde noch mal denselben Fluchtweg benutzen. Nein. Doch. Genau wie Janice. Aber ich glaube, ich weiß jetzt schon, wer es war. Ich muss es nur noch beweisen. Das hätten Sie nicht sagen sollen, Kyrios. Hört zu. Jede Einzelheit werden wir genau so rekonstruieren wie vor 25 Jahren. Einverstanden. Aber den deutschen Posten brauchen wir noch. Den markierst du, George. Wir brauchen ihn unbedingt. Hier, nimm. Es ist das Gewehr, mit dem Janice erschossen wurde. Wir haben es später gefunden. Ja, es ist leer. Es braucht ja nicht geladen zu sein. Paul, du bist ein Narr. Ich weiß, aber ich sehe keine andere Möglichkeit. Ich will dir mal was sagen. Ich bin hierher gekommen, um einen netten Urlaub zu verbringen. Ich pfeife auf deine Extratouren. Es sind 2 Menschen hier ums Leben gekommen. Janice und sein Vater. Paul, ich mache mir einfach Sorgen um dich. Ach. Verstehst du das nicht? Ach,
Stiefelchen. Sie sind nicht wie Janice. Andreas hat Unrecht. Janice war nicht sehr mutig, aber er war kein Narr. Janice war nicht mutig? Ich will nicht sagen, er war feig. Aber er war vorsichtig. Er vermied jedes Risiko. Ein guter Soldat. Das hat ihm zum Schluss auch nicht viel geholfen. Es ist auch schwer zu verhindern, ein Messer in den Rücken zu bekommen. Haben Sie mal überlegt, dass jemand versuchen könnte, Sie auf die Weise abzuschieben? Oh ja. Es würde vielleicht nach einem Unfall aussehen, aber besser als bei Hardcastle. Und man wird nie dahinter kommen, wer der Täter ist. Denn wen interessiert das schon hier im Dorf? Ja, damit rechne ich. Und das gibt mir eine gewisse Sicherheit. Paul stürzt sich schon wieder in ein Abenteuer, ohne zu wissen, wie es ausgeht. Die Straße ist frei und Aristoteles wartet auf Sie. Sehen Sie den Eingang dort drüben? Ja. Dort werden Sie Aristoteles finden. Los, schnell. Danke. Und viel Glück. Oh, Sie haben es sehr schnell geschafft. Schneller als Janice. Ja. Aber er musste ja sehr vorsichtig sein. Wo ist der Sarg? Ich habe ihn aus dem Haus gebracht, zum ersten Mal nach 25 Jahren. Warum? Ich fürchtete, Sie könnten ihn vor mir brauchen. Sie haben mich in Verdacht, Kyrios. Das wundert mich nicht. Wieso? Vielleicht wegen des Geldes? Sie hätten es woanders versteckt, nicht im Sarg. Warum denn nicht? Das wäre doch gar keine so schlechte Idee gewesen. Aber glauben Sie wirklich, ich hätte Besatzungsgeld angenommen? Nein. Entweder Gold oder nichts. Genau. Wie komme ich jetzt weiter? Alle Straßen im Dorf sind bewacht. Auf dem Marktplatz steht ein deutscher Panzer. Die Mündung seiner Kanone ist auf meinen Gasthof gerichtet. Ich möchte ihn nicht verlieren. Sie bleiben vorläufig besser hier. Gut. Nein, das ist zu gefährlich. Wer spielt da? Ja, jetzt können Sie gehen. Andreas wartet auf Sie. Los! Moment. Wir sehen uns doch, Kyrios. Genau so war es damals. Sehen Sie Ihren Wagen, Kyrios? Ja. Es ist ein deutscher Panzer. Und ein deutscher Soldat sitzt im Panzerturm mit einem Maschinengewehr. Er überwacht den ganzen Dorfplatz. Wenn sich irgendwo was bewegt, macht das tak, 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 tak. Er ballert sofort los. Hä? Ja. Sie glauben, ich war es, Kyrios. Waren Sie es? Nein. Ich glaube Ihnen, Andreas. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum. Gut. Ich sage doch, Sie sind wie Janice. Sie sind sehr klug. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Deshalb habe ich auch nichts gesagt, als Sie das Ersatzteil von Ihrem Wagen mitgenommen haben, Kyrios. Das haben Sie gesehen? Natürlich. Stati ist ganz schön voll, hä? Sehen Sie dort den deutschen Soldaten? Ein blonder, gut aussehender Junge. Hoffentlich entdeckt er uns nicht. Mhm. Glauben Sie, er wird Stati erschießen mit seinem Maschinengewehr? Ich weiß es nicht. Er wird es nicht tun. Stati ist betrunken. Er steckt nur seinen Kopf in den Brunnen. Aber der Soldat beobachtet ihn. Ja, er lässt ihn nicht aus den Augen. Er ist ganz auf ihn konzentriert. So, jetzt versuchen Sie es. Gehen Sie rüber zur Kirche. Wir konnten ihn natürlich nicht lange hier behalten. Die Deutschen haben immer zuerst die Kirchen durchsucht. Sehr klug von ihnen. Von hier hat der letzte Teil seiner Flucht begonnen. Noch ein weiter Weg bis zur Küste. Haben Sie schon irgendwas erfahren? Ich glaube schon. Sie wissen, wer es war? Nicht mit Bestimmtheit. Ich war von Anfang an gegen dieses Experiment. Sagen Sie, was Sie wissen. Aristoteles und mir macht es nichts aus, aber unser Dorf muss endlich Ruhe finden. Ich muss die Sache zu Ende bringen. Was haben Sie schon davon, wenn es Ihnen gelingt, den Verräter zu finden? Sie werden Kalimeros verlassen und bald haben Sie alles vergessen. Also was soll das Ganze? Janice ist hier umgekommen. Und auch sein Vater. Wie geht es jetzt weiter? Wir warten. Auf ein Zeichen? Ja. Auf die Panflöte? Ja. Wer spielt sie? Asilis. Er war unser Bote. Er kämpfte nicht mit den Partisanen. Dazu war er noch zu jung. Aber oft hat er sich in den Bergen aufgehalten. Barfuß. Allein. Er konnte klettern wie eine Ziege. Daher hat er auch den Namen bekommen. Katziger. Ja. Ich habe es vergessen. Es ist alles schon so lange her. Bitte geben Sie es auf, Kyrios. Wir hatten hier genug Tragödien.
Beruhigen Sie sich, Vater. Machen Sie sich meinetwegen keine Sorgen. Ich weiß jetzt, wer es ist. Seit Sie diesen Raum betreten haben? Ja. Aber Sie wissen nicht, wie es passiert ist. Nein. Kyrie Aristoteles hat uns das hier für Sie überlassen. Wie finden Sie das? Es macht Ihnen also nichts aus, uns zu helfen. Nein. Kyrie Temple meint, Sie wären eine glänzende Mitspielerin. Schade, solche Komplimente macht er mir persönlich nie. Das ist die Beerdigung unseres Vaters, Kyria. Sie sind meine Schwester, wenn Sie nichts dagegen haben. Da muss ich mich erst dran gewöhnen. Ich verstehe das Ganze nicht. Auf diese Weise brachten wir Janice aus Kalimeros. Haben es zumindest versucht. Gut. Vasilis, es kann losgehen. Es ist nicht weit. An dem deutschen Wachposten vorbei. Genau so ist es gewesen. Stimmt's? Der Deutsche hat mich gefragt, was das für ein Begräbnis sei. Ja, was ist das für ein Begräbnis? Das meines Vaters. Ihr Hauptmann hat dafür die Erlaubnis gegeben. Ist in dem Sarg wirklich nur Ihr Vater? Ja. Und er ist tot? Leider ja. Warte einen Moment. Wir haben was Wichtiges vergessen. Ja, stimmt. Was hast du zu dem Soldaten gesagt? Du hast zu ihm Schweinehund gesagt. Weißt du das nicht mehr? Na los, Vasilis, sag zu ihm Schweinehund. Mach schon, Vasilis, es ist nur George Papadakis. Er tut dir nichts, hab keine Angst. Schweinehund. Weiter, Vasilis. Was hast du noch gesagt? Kerata. Ja, aber noch mehr. Was noch? Schwein, Schweinehund, Kerata, Kerata! Ah, das stimmt. Ja, und da machte der Deutsche was völlig Verrücktes. Er feuerte eine Salve in den Sarg. Ping, 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 genau so. Warum denn in den Sarg? Ich weiß es nicht. Er war doch wütend auf Vasilis. Warum hat er nicht auf ihn geschossen? Keine Ahnung. Es war nicht geladen. Das Magazin war leer. Als Aristoteles mir das Gewehr gegeben hat, war das Magazin leer. Hol einen Arzt, schnell! Paul! Was, Paul? Kommen Sie! Das Magazin war leer. Ich hab's genau gesehen. Ich selbst. Da ist er. Tut mir leid, Steve, aber es ging nicht anders. Es musste wirklichkeitstreu sein. Sie haben recht gehabt. Es war Vasilis. Hör mal zu, der Kanal für echte Hörspiel- und Retro-Freunde sagt Danke fürs Lauschen, danke für dein Like und bis demnächst mit Paul und Steve.